Los an der Kaiserlinde. Elversberg, die werden erst einmal anstoßen. So schaut es erst einmal aus. Und der Wind, der pfeift hier nochmal durch die Kaiserlinde. Da sieht man an den Elversberger Trikots. Und dann kann es eigentlich losgehen von unserer Seite. Der Schiri sagt, jetzt geht's los. Gott mit uns, der OFC ist im Spiel und Elversberg erst einmal im Ball. Übrigens, eine Sache haben wir noch vergessen. Hier an dieser Stelle war das ja auch, als Mike Vetter, ich glaube es war 2017, ja im Grunde vom eigenen Strafraum losmarschiert ist bis zum Tor und das Ding dann reingemacht hat. Ja, das war ein Riesentor, das der Maradona-Mike damals geschossen hat. Werden die Elversberger heute sicherlich in der Form nicht mehr zulassen. Sie kommen schon über die linke Außenbahn, da wird Israel Zuero Fernandes an die Grundlinie geschickt, lässt da jetzt erstmal Marco Fritscher stehen und dann wollte er einen Freistoß rausholen. War ein bisschen zu wenig. Und so hat Marc-Philipp Eckermann da nicht auf Freistoß entschieden. Es wird Abstoß geben vom Tor von Stefan Flauder. Im gelben Trikot spielt er jetzt seinen Innenverteidiger an, Malte Karpstein, auf Dennis Hussein Bajic. Und dann geht es über die Innenverteidigung, über Jelinecki. Auf die halbrechte Position. Der sucht die Möglichkeit zum Crosspass. Sie misslingt ihm ein bisschen Ballverlust jetzt. Luca Dürreholz für Elversberg. Jetzt geht der Ball ganz rechts raus auf die rechte Elversberger Offensivbahn. Flanke kommt rein in den Strafraum. Malte Karpstein mit dem ersten Klärungsversuch. Und Davut Thuma holt den Ball. Ja, jetzt kommt er über die linke Seite. Da hat er das Bällchen eng am Füßchen. Naja, da wird er, hier gefällt sozusagen. Der Schiri steht gut. Freistoß gepfiffen. So, ich hätte heute auch einen Geburtstagsgruß abzugeben, denn mein Freund Fritz vom Marktplatz, der wird morgen 42. Der soll gegrüßt werden, schreibt der Bastian hiermit ausgerichtet. Thuna Dennis mit dem Freistoß, den Davut Thuma gerade rausgeholt hatte, hat ihn aber wohl zu früh ausgeführt. Und so wurde er von Marc-Philipp Eckermann nochmal zurückgepfiffen. Der gibt dem Thuna jetzt nochmal ein paar Worte mit auf den Weg, sagt, du machst das erst, wenn ich es dir sage, dass du das machst. Und so wird der Freistoß erneut ausgeführt, noch in der eigenen Hälfte. Thuna Dennis, weiter Schlag nach vorne. Ja, sollte wahrscheinlich so links raus Richtung Davut Thuma gehen, geht aber leider ins Tor aus. Davut Thuma zeigt an, naja, war nicht schlecht, die Idee war gut. Genauigkeit hat Abisal gefehlt und so gibt es jetzt Abstoß vom Tor von Frank Lehmann. Unsere Jungs stehen da relativ hoch, Florian Boyer und Matthias Fetsch an der Strafraumkante, wollen da jetzt sofort sich im Pressing betätigen. Auch Dennis Hussein Bajic ist da relativ hochgerückt und so entscheidet sich Frank Lehmann jetzt für den langen Ball. Der findet Marco Fritscher, der köpft wieder zurück nach vorne zu Matthias Fetsch, der da versucht hatte, Florian Boyer einzusetzen, aber ohne Erfolg. Nichtsdestotrotz der OFC weiter im Ballbesitz. Florian Boyer muss dann aber erstmal abdrehen, spielt zurück in die eigene Viererkette. Jelinecki und Malte Karpstein. Und jetzt auf Luka Garic. Der gibt also tatsächlich den Linksverteidiger, der Luka. Jetzt der lange Ball nach vorne. Aber ins Nichts. Wobei das nicht ganz stimmt. Direkt in den Fuß von Frank Lehmann, der Schlussmann der Elversberger. Und die jetzt ihrerseits sich wieder im Spielaufbau probieren. Über Laurin von Pierchowski und Kevin Konrad. Erfahrene, routinierte Innenverteidigung. Kevin Konrad, 30 Jahre alt. Laurin von Pierchowski, 27. Die haben schon einiges erlebt im Fußball, haben eine ganz gute individuelle Klasse, aber die große Gefahr geht von der Elversberger Offensive aus. Da kommt der Ball jetzt auch hin, Marco Fritscher hat da erstmal geklärt zu Kevin Coffey, der da jetzt im Zweikampf mit Thuna Dennis ist, in der linken Außenbahn. Und jetzt wollen sie Elversberger das Spiel da verlagern, bleiben aber erstmal links außen und dann holt Thuna Dennis den Ball zurück. Jetzt könnten wir umschalten. Aber Elversberg hat da gut aufgepasst. Luca Schnellbacher ist da dazwischen gegangen, hat den Ball schon wieder zurückgeholt und so die Elversberger wieder. Halblinke Position, jetzt schon Richtung Strafraum der Ball. Und da hat Dürholz links rausgelegt, hatte erwartet, dass Kevin Coffey mitgelaufen war. Der hatte das aber nicht so auf der Rechnung. So Ball im Tor aus, nächster Abstoß, Stefan Flauder schon ausgeführt. Links raus auf Luka Garic und Davut Thuma. Ich denke, Davut Thuma wird immer mal wieder defensiv unterstützend mithelfen, dem Luca. Und jetzt sucht er seinen Heil in der Offensive, der Davut, ganz alleine gegen alle. Und forderte da jetzt einen Freistoß, hat ihn jetzt aber nicht bekommen. Elversberg zurück im Ballbesitz. Wir pressen jetzt mal drauf, auch bis zum Torhüter das Pressing, der dann jetzt zum langen Ball gezwungen wird, Richtung Kevin Coffey. Und der OFC holt den Ball zurück. Florian Boyer, zentrale Position, wollte da durchstecken auf Matthias Fetsch, bleibt aber hängen. Die Idee war nicht so verkehrt. Also die Elversberger erstmal im Zentrum, links rausgespielt, versuchen neu aufzubauen. Und ich sag's nochmal, wir brauchen eure Unterstützung. Da unten läuft das Laufband, da seht ihr es. 2x20 Euro ginge, Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 €. Und die sich das erlauben können, das würde uns freuen, 40 € aufs Konto der Offenbacher Kickers. Dann sollten wir das alles schön gemeinsam hinbekommen. Wir sind immer für euch da, auf uns, da ist Verlass. Und ich denke auf euch auch. Vielen Dank all denen, die sich schon beteiligt haben. Und heute könnt ihr
ja, aus eurem Schwarzsehertum sozusagen heraustreten und den Unterstützungsbeitrag an deine Offenbacher Kickers richten. Weiter geht's mit dem SVE, mit der SVE, die Spielvereinigung, Sportvereinigung Elversberg ist es ja, kommt aus dem Zentrum heraus, ja, versuchen sie erst einmal langsam aufzubauen. Allerdings die Offenbacher dicht gestaffelt, ja, dort hochkonzentriert, erstmal stehend und dann versucht es mit dem Crosspass rüber auf die rechte Seite. Genau, da ist Luka Garic erstmal aufmerksam mit dem Kopf dazwischen gegangen, hat die Spielverlagerung entscheidend gestört, gibt aber Einwurf für die Elversberger, ganz rechte Außenbahn Richtung Höhe der Eckfahne, für uns schwer einzusehen, weil da ein Kameraturm dazwischen steht und mehrere Zäune gleich. Wir können da nur erahnen, dass da jetzt gerade ein Elversberger am Einwurf steht. Es ist der Mann mit der Nummer 14, es ist Robin Fellhauer, der Rechtsverteidiger der Elven. Jetzt wird er, glaube ich, auch vom Schiedsrichter aufgefordert. Oder wobei, da gibt es, glaube ich, irgendwie eine Diskussion. Genau da, wo unser Kameramann sozusagen uns im Bilde steht. Und es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Und da sehe ich unseren Doc hinlaufen. Oh, wer liegt denn da? Luka Garic liegt. Oh nein, Luka Garic liegt da jetzt verletzt am Boden. Ich glaube es ja nicht. Das würde noch fehlen, du. Donnerschlag. Ja. Also, wir haben hier sehr schlechte Sicht. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt, oder? Dass ja, hier vor uns dieser Kamerastand ist. Deswegen können wir die rechte Seite nicht einsehen. Aber wie gesagt, wir haben es hier aus der ersten Reihe berichtet bekommen. Und ich weiß nicht, wie sieht das aus da unten? Könnt ihr mal was sagen, Nico? Liegt auf dem Boden, wird behandelt. Also wird behandelt. Und also nach dem Kopfball. Jakob Lemmer macht sich auch schon warm. Aber er scheint wohl jetzt aufstehen zu können. Der Luka Garic. Ja, wird, glaube ich, am Kopf behandelt. Scheint da irgendwas abbekommen zu haben. Wahrscheinlich beim Kopfball. Geht jetzt zum Seiten aus. Scheint wahrscheinlich gleich weitermachen zu können. Das ist die gute Nachricht. Und dann geht es jetzt aber erstmal weiter, bevor er wieder drauf ist, mit Einwurf Elversberg. Jetzt ist er ausgeführt, rechte Außenbahn. Und dann ist der Ball im Tor aus und es wird, glaube ich, die erste Ecke für Elversberg geben. Luka Garic ist jetzt auch wieder mit von der Partie. Ja, von der rechten Seite wird sie wohl reingetreten. Da müssen wir wohl mal aufstehen, um was zu sehen. Also, das ist eine Mordskonstruktion hier. Da sind viele, viele Zäune. Alles ein bisschen verbaut auf der kleinen alten Haupttribüne. Und dann wird er jeden Moment reingeflogen kommen. Die Offenbacher, die stehen dort erst einmal hochkonzentriert hinten drin. Da gibt es noch Kommandos. Jetzt kommt er auf den ersten Pfosten. Aber schön, erst einmal Bojai aufgepasst. Und die Elversberger noch einmal über die rechte Seite mit dem zweiten Ball unterwegs. Ja, Ball rein in den Strafraum. Tuna Dennis köpft da erstmal raus. Wird da nochmal reingespielt von der Nummer 16 von Kevin Konrad. Aber direkt in die Arme von Stefan Flauder. Jakob Lemmer macht sich weiterhin warm. Und ja, müssen wir mal gucken, ob Luka Garic tatsächlich nicht doch noch irgendwie was davongetragen hat. Spielt jetzt aber erstmal weiter. OFC versucht das Spiel neu aufzubauen. Elversberg in den ersten Minuten definitiv die aktivere Mannschaft. Sie versuchen das Spiel in die Hand zu nehmen. Der OFC, wenn er gerade nicht im Ballbesitz ist, lässt sich relativ tief fallen. Und ja, wahrscheinlich lauern wir da auf Umschaltsituationen. Jetzt wollte Marco Fritscher da Serkan Firar schicken. Elversberg hat da aufgepasst, klärt erstmal zum Einwurf das Ganze auf Höhe der Mittellinie fast. Direkt vor den Augen von Sreto Ristić. Einwurf jetzt auf Tunay Dennis Richtung Matthias Fetsch gespielt. Dann ist aber wieder zurück in den Reihen der Elversberger. Hier jetzt über den eigenen Torhüter und gleich über die eigene Innenverteidigung neu aufbauen werden. Ja, das Ganze über deren linke Seite. Dort, wo die Trainerhäuschen sind, also uns genau gegenüber. Stehend. Ja, hat er mal ausgeholt, allerdings nochmal zurückgezogen. Rechts rüber gespielt. Auf den Kollegen Pichowski. Und dann ist der OFC ja, dazwischen. Es geht hin und her. Auf der rechten Seite. Das Ganze, ja, wobei wir schauen es erstmal rechts außen. Schwer einzusehen für uns. Oh, Crosspass im eigenen Strafraum von uns. Und da wäre fast noch ein Elversberger dran gekommen. Aber wir haben es erstmal da hinten uns rauskombiniert. Tunay Dennis wollte rechts außen Marco Fritscher anspielen. Ball landet im Seitenaus. Das Ganze beobachtet von 10 Fans, die da ganz oben über der Kaiserlinde sozusagen stehen. Und runterschauen aufs Stadion. Oben an der Tankstelle. Da oben an der Tankstelle, da stehen einige Fans, einige Schaulustige. Nicht ganz zu sagen, ob sie jetzt für Elversberg oder für den OFC sind. Ist auf die Distanz nicht so klar erkennbar, welche Fanutensilien sie tragen. Aber jetzt der OFC durchs Mittelfeld erst einmal kommend. Ja, dann wird er geschickt auf der rechten Bahn. Und der Ball ist erst einmal im Seitenaus. Schiri hat zumindest gepfiffen. Freistoß wird es wohl geben für den OFC. Oder doch nur Einwurf. Also, dann gibt es Freistoß. Und das ist Tunay Dennis, ja, der ja auch immer mal ganz schön was abbekommt im Spiel, wird meistens ja, von den Gegnern eng gedeckt
Aber ja, der ist hart im Nehmen und spielt eine klasse Saison. Ja, eine Weltklasse-Saison. Also 15 Assists oder 14, je nachdem, ob man den Assist in Stuttgart zum 1:1 in Tuna Dennis gibt oder dem Serkan Firat. Langer Ball auf Marco Fritscher, schon an der Grundlinie, sehr gut. Zurückgespielt auf Serkan Firat, der den Ball jetzt nicht auf den starken Linken legt, reinflankt. Keine große Gefahr, aber trotzdem mal ein vielversprechender Angriff vom OFC, der direkt am Drücker bleibt. Rechts außen, ja, bleibt da mit einigen Umwegen im Ballbesitz. Florian Boyer hat ihn sich geschnappt auf Hussein Bajic und dann jetzt erstmal zurück auf Jelinecki und Karpstein. Der OFC, er sucht jetzt nach der Lücke, Malte Karpstein, geht da ein paar Meter, wird nicht so richtig angegriffen, ja, geht noch ein paar Meter, spielt jetzt da, wo Thuman an der Strafraumkante tatsächlich schon und jetzt auf Serkan Firat, weitergeleitet auf Florent Boyer und da gibt es den Freistoß aus vielversprechender Position. Position jetzt für den OFC und haben wir ja gleich zwei richtige Spezialisten dabei, Serkan Firat auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Tunay Deniz. Ja, und ich denke, Tunay Deniz wird sich das nicht nehmen lassen. Ähnliche Position, aus der er ja schon gegen Alzenau im Hessen-Pokal getroffen hat. Auch wenn es damals dann kein erfolgreiches Spiel war. Der Treffer ist mir in Erinnerung geblieben. Jetzt müssen wir erstmal hier unsere Pflicht erfüllen. Wir sind empfänglich. Ich zumindest. Ich auch. Also dann würde ich sagen, babbeln wir das Ding neu, oder? Also jetzt sollte das klappen. Und da beraten sie sich nochmal, die beiden Deutsch-Türken. Ja, ja, da haben sie sich erst nochmal genau abgestimmt, wie das jetzt hier vonstatten gehen soll. Also, aber wir tippen auf Tunay Deniz, dass er das Ding hier vielleicht rechts um die Mauer zieht. Und jetzt ist er freigegeben, da kommt er geschossen und links senkt er sich, naja, knapp über die Latte, also gar nicht so schlecht. Ja, und da hat man jetzt gerade mal das große Problem gesehen, was Torhüter haben, wenn sie gegen uns Freistöße gepfiffen sehen. Da kannst du nämlich einmal, musst du dich rechts postieren, weil der Tunay Deniz ja mit rechts oben rein zirkeln könnte. Oder Serkan Firat, der eben mit links draufziehen könnte. Das ist ganz unangenehm für Torhüter. Oh, Florent Boyer tatsächlich jetzt schon früh den Ball zurück erobert. Und dann ist es Davut Thuma, dem der Ball verspringt und dann das lange Bein ausfährt. Das ist ein Freistoß, keine Frage. Spiel steht aber erst einmal. Dann habe ich hier Grüße von Peter Rotschalk. Babbelt den Saarländern die zwei Buden rein. Ich grüße den Fiedel, den Beno und den Fischer. Ich hoffe, ausreichend Wein am Start ist Peter Rotschalk. Also weiter geht's jetzt mit den Elfen. Dieses erstmal das Spiel neu aufbauen über Laurin von Pierchowski. Und ja, der dreht jetzt ganz ab, spielt zurück zum eigenen Torhüter, weil Deniz Hüseyin Bajic da angelaufen war. Und so über die Innenverteidigung. Ja, der OFC immer mal wieder presst er dann doch drauf. Und jetzt auch Marco Fritscher. Oh, der hat da was ins Gesicht bekommen. Da liegt unser nächster Außenverteidiger am Boden im Zweikampf mit Kevin Coffey. Vollnamen Jean Romaric, Kevin Coffey. Ja, wir beide sind natürlich ein bisschen besonders ängstlich und sensibilisiert sozusagen. Denn ja, die Verletztenliste ist lang. Vielleicht kannst du gerade nochmal draufschauen. Du hast sie ja da nochmal eingelesen. Ja, und es häuft sich eben vor allem auf der Außenverteidigerposition. Also allein da haben wir Francesco Calabrese, Vincent Moreno, Giesel, Marco Fritscher und Ronny Marcos, die verletzt oder angeschlagen sind. Marco Fritscher kann heute spielen. Wie gesagt, auf der Pressekonferenz hieß es noch, er ist angeschlagen. Wir wissen noch nicht, ob er spielen kann. Es hat für ihn gereicht, für Ronny Marcos hat es eben nicht gereicht. Und dementsprechend sind wir gerade bei unseren Außenverteidigern natürlich besonders ängstlich und hoffen, dass sich nichts tun. Nach vorne geschlagen von Karpstein, Fetsch jetzt an der Kugel, versucht dort vorne reinzuspielen auf Davut Thuma. Der geht jetzt schon in den Strafraum und da hat er abseits wohl gepfiffen, weiß ich nicht. Ja, Davut Thuma war da in die Tiefe gestartet, Fetsch hat ihn da gut angespielt. Tja, vielleicht war es ein Meter abseits. Aus unserer Perspektive nicht ganz gut zu erkennen, der Linienrichter stand da ganz gut postiert. Ich kann auch gerade mal die Namen verlesen, John Bender und Tobias Eisele, die assistieren dem Marc Philipp Eckermann, der da heute die Partie leitet. So, weiter geht's mit der SVE, hinten am eigenen Strafraum, erstmal links rausgelegt, dann geht's dann langsam aber sicher so Richtung... Gesundheit, lieber Lars, da unterbricht der Schnupfen die eigene Moderation. Heuschnupfen. Heuschnupfen ist es, ja, ja. Ist wieder die Saison für. Also wie gesagt, Elversberg spielt da hinten rum. Ich habe schon gesagt, starker Gegner. Es ist ein absolutes Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest. OFC, der zweite gegen die SVE. Drittplatzierte. Beide Mannschaften trennen 2 Punkte. Elversberg, die beste Offensive der Liga, hat das bessere Torverhältnis. Ja, und also noch in Lauerstellung mit einem Sieg heute. Ja, würden sie die, wenn auch geringen Hoffnungen auf den Aufstieg, noch ein bisschen am Leben erhalten. Dem OFC geht es da ganz ähnlich.
Und jetzt kommt der UFC, nämlich über die halbrechte Verbindung. Serkan Firat hat das gut gemacht. Erst einmal mit der Brust und dann am Boden. Allerdings ist er jetzt ein bisschen versprungen. So kommen die Elversberger wieder schnell durchs Mittelfeld hier. Auf der halbrechten Bahn vorne reingespielt Richtung Strafraum. Aber ich denke, dass... Ja, Garic und Malte Karpstein, so halb souverän haben sie es gelöst. Aber jetzt haben sie es da hinten erstmal rausgeklärt. Der UFC über die rechte Außenbahn. Matthias Fetsch hat den Ball da jetzt abgejagt bekommen und so kommen die Elversberger wieder. Es geht fröhlich hin und her. Luca Dürholz schickt da jetzt Kevin Coffey im Strafraum mit relativ viel Platz. Den sollte man ihm nicht lassen, auch wenn er hier jetzt verzieht und der Ball rechts am Tor vorbeigeht. Das ist ein gefährlicher Mann. 17 Tore hat er schon gemacht und da hat er jetzt die Chance aufs 18. gehabt. Hi, ihr super tollen Reporter. Liebe Grüße an meinen Mann Karl-Heinz und unsere Tochter Jasmin, die mit uns ganz fest die Daumen drücken. Auf drei wichtige Punkte heute. Alles Gute für euch. Bleibt gesund, schreibt Hannelore Krämer aus Dreieich. Und jetzt kann es dann auch weitergehen mit dem UFC dorthin. Ja, Zelenjetski und Karpstein und dann geht er links raus, kommt er nochmal zurück über Hussein Basic, Karpstein, ja, jetzt halb rechts, vielleicht der öffnende Pass von Zelenjetski, nö, da geht erst nochmal zurück auf den Kollegen, den Innenverteidiger-Kollegen, war ja auch bei der Pressekonferenz mit dabei, Malte Karpstein, Hussein Basic, ja, versucht man sie jetzt ein bisschen zu locken, ein bisschen rauszuholen? Ja, ich glaube, wir sehen auch, dass beide Mannschaften durchaus Respekt voreinander. Oh, da rutscht der Ball jetzt gut durch zu Marco Fritscher. Rechte Außenbahn hat jetzt eine Menge Platz. Könnte jetzt die Flanke hineinbringen in den Strafraum und dann erstmal rausgeklärt. Das war ein langer Ball, wo der Außenverteidiger, der Elversberger, den Ball nicht getroffen hat. Und so kommt Marco Fritscher noch an den Ball. Nochmal eine Flanke rein ins Zentrum von Tunay Dennis. Und jetzt haben die Elversberger es geklärt. Ich glaube, auf Kosten eines Einwurfes rechter Außenbahn, so ganz sattelfest sind sie nicht. Bisschen Arakiri gespielt, da waren sie, wie du sagst, nicht ganz sattelfest. Und so kann der UFC sich dort hinten ja sozusagen in tief in der Elversberger Hälfte, kurz vorm Strafraum, festsetzen. Und so gibt es jetzt auch Einwurf. Also auf der Verlängerung der 16er Linie, das ist Marco Fritscher, aber wohin spielen? Dort vorne an die Strafraumgrenze erstmal gespielt, abgelegt von Fetsch, hintenrum noch einmal, wieder Fritscher, kommt der Ball zurück, Zelenjetski, jetzt lassen sie das Ding laufen, geht's übers Zentrum, denke ich doch links raus, oder? Nö, kommt da vorne in die Spitze rein, gespielt. Ja, da war Serkan Firat von der rechten Außenbahn ein bisschen eingerückt ins Zentrum Richtung Strafraum. Der Ball von Malte Karpstein hat eigentlich auch ganz gut gepasst, aber die Elversberger haben da geschickt aufgepasst, haben sich da zwischen Ball und Serkan gestellt und so konnte er da nicht rankommen und so gibt es dann auch Abstoß vom Tor von Frank Lehmann. Und die werden da jetzt neu aufbauen. Also es ist ein interessantes Spiel. Beide Mannschaften haben angezeigt, dass sie Qualität haben. Man sieht aber auch, das habe ich ja gerade eben schon angesprochen, dass jetzt ein Foul an Kevin Coffey nach einem langen Ball gab und Freistoß Elversberg noch knapp in der eigenen Hälfte. Man sieht aber eben auch, dass beide Mannschaften einen gewissen Respekt voreinander haben. Die wissen beide, dass der Gegner jeweils schnelle Offensivleute hat mit einer Menge Qualität. Dementsprechend merkt man die Vorsicht auf beiden Seiten an. Stärkster Sturm gegen stärkste Abwehr. Ja. Bester Rückrunden. Klopp gegen Zweitbesten, also viel mehr geht nicht. Ja, man muss es sich bei Elversberg mal vorstellen, also sie schießen im Schnitt zweieinhalb Tore oder knapp zweieinhalb Tore pro Spiel. Die haben gleich vier Spieler, die bereits zweistellig getroffen haben in dieser Saison. Also ich glaube, die können fast alleine die Regionalliga Südwest Top-Torjägerliste füllen. Oh, jetzt der nächste Querschläger in der Defensive. Defensiv sind sie eben nicht immer sattelfest. Davut Tuma da im Zweikampf hat er den Ball da fast geklaut. Ah, und da gibt es jetzt einen Einwurf für Elversberg, ärgerlich. Aber das ist jetzt schon das zweite Mal, dass denen da hinten ein kleiner Bock passiert. Ja, schöner Einsatz aber von Davut Tuma, der da nichts dem Zufall überlässt. Hat ein bisschen an seinen Ausgleichstreffer gegen Homburg erinnert, wo er auch ganz aufmerksam den Ball zurückgeklaut hat. Generell, ach, das war ein großartiges Spiel gegen Homburg. Ich habe vielerorts dann auch gelesen, dass so ein Spiel natürlich auch eine Art Initialzündung sein kann. Viele haben sich auch erinnert und ich auch. An unsere erste Regionalliga-Saison. Jetzt gibt es einen Freistoß für Elversberg aus zentraler Position. Hat mich erinnert, das Homburg-Spiel. Hab ich schon beim Zuspiel eben gesehen, beim Zuspiel. Oh, da ist er schon fast gefallen und der Schiri fällt drauf rein. Tja, naja, um das noch zu Ende zu führen. Also es hat ein bisschen erinnert an unsere erste Regionalliga-Saison. Da hatten wir gegen Ende ein Heimspiel gegen Kaiserslautern, zweite Mannschaft, wo wir noch 4-3 gewonnen haben. So ein bisschen dieses Gefühl hatte ich beim Homburg-Spiel auch. Vielleicht ist es ja eine ähnliche Initialzündung für, für den ganz großen Coup in der Folgesaison. Das wäre eine schöne Sache. Jetzt müssen wir aber erstmal einen Freistoß überstehen. Zentrale Position. Israel zu Aero Fernandes steht da und wird den Ball dann wahrscheinlich auch treten. Ist ein Linksfuß. Ja, das Ganze sind 29 Meter zentrale Position, also gar nicht so verkehrt. Ja, aber auch Lukas Schnellbacher steht da, der Linksaußen der Elfen.
Der Herr könnte ihn damit rechts treten. Also mal gucken. Das wird wahrscheinlich Lukas Schnellbacher machen. Ball kommt zentral aufs Tor. Und dann doch einen Meter zu hoch. Keine wirkliche Gefahr für Stefan Flau. Da hat er schon im Ansatz gesehen, dass der drüber geht. Ich glaube, die Elversberger haben das ähnlich wie bei uns hier. Die haben auch so ein Testzentrum hier, direkt am Sportgelände. Das ist wie am Biberberg. Da grüßen wir an dieser Stelle die Jungs und Mädels rund um unseren Kollegen Thorsten Möller von Emanto, die das sensationell dort betreiben. Wirklich ganz toller Service und gute Sache. Ich war auch schon da, habe mich natürlich testen lassen, obwohl ich beim OFC ja auch getestet werde. Ja, und ich glaube, wir haben ja auch generell, das hat man den Eindruck, dass wir jetzt so langsam auf einem guten Weg sind Richtung Happy End, was diese Pandemie angeht. Happy End gibt es hier noch nicht auf dem Platz. Elversberg kommt über die rechte Außenbahn. Luka Garic wird sicherlich heute alle Hände voll zu tun haben gegen Luka Schnellbacher. Na Quatsch, gegen Manuel Feil, der da rechts außen wahrscheinlich spielen wird. Auch ein gefährlicher Mann, 5 Tore, 11 Assists. Da wird Luka Garic einen mächtigen Gegenspieler haben. Jetzt aber erstmal Einwurf von der rechten Außenbahn. Wird wahrscheinlich wieder Fellhauer reinbringen. Wieder schwer für uns zu sehen, was da passiert. Jetzt an der Strafraumkante, Ball hineingespielt, aber erstmal rausgeklärt. Serkan Firat vertändelt dann aber den Ball. Und so Elversberg direkt wieder zurück im Ballbesitz. Rechte Außenbahn, kommt da dann noch ran, der Patrick Dragon. Nein, Ball ist im Tor aus. Wieder mal Abstoß für Stefan Flauder. Beide Torhüter haben bisher meist dadurch zu tun, dass sie den Ball vom Fünferraum aus irgendwo hinspielen müssen. So richtig geprüft wurde noch keiner von beiden. Wenn es Abschlüsse gab, dann gingen sie am Tor vorbei oder drüber. Und es ist insgesamt eine ausgeglichene Partie. Man merkt beiden Mannschaften aber auf jeden Fall an, dass sie eine gehörige Portion individuelle Klasse haben. Zwei der besten Mannschaften der Liga treten hier aufeinander, das kann man so klar sagen. Und das sieht man auch auf dem Platz. Immer wieder blitzt es auf. Aber, und das ist auch gut für uns, es blitzt auch mal wieder, immer wieder auf, dass Elversberg zwar die beste Offensive der Liga hat, aber eben nicht die allerbeste Defensive. Also von den Spitzenmannschaften kassieren sie da auf jeden Fall am meisten Tore. 40 haben sie da schon gefressen, demgegenüber stehen unsere 26 kassierten Tore. Also da merkt ihr schon, die machen vielleicht den ein oder anderen Schnitzer mehr als wir, haben es auch schon ein paar Mal angedeutet. Das sind die Momente, wo wir zupacken müssen. So, und der OFC, der kommt jetzt erst einmal hier über Malte Gabstein, rechts rüber gespielt auf Jelinecki, das Ganze im Zentrum. Dann kommt der Pass über 25, 30 Meter auf die rechte Seite. Der geht allerdings erst einmal ins Aus und da können wir hier mal schauen, was wir denn hier Schönes haben. Viele Grüße aus Rottgau, hol die 3 Punkte aus dem Saarland. Martina, Michael und Chiara schreiben das. Und ich will an dieser Stelle nochmal ja, unser ganz, ganz tolles Mädel aus dem Medienteam grüßen. Die Yvonne Schalupa, die hat heute Geburtstag. Happy Birthday und herzlichen Dank für deinen super tollen Job. Alles ehrenamtlich, unglaublich, was sie da leistet. Also toll, dass du dabei bist. Dem kann ich mich absolut anschließen. Und vielleicht schafft es der OFC ja, dir heute eine kleine Geburtstagsfreude zu machen. Auch wenn die Früchte heute in Elversberg natürlich sehr hoch hängen. Und die Elversberger, sie kommen über mit einem Crosspass ganz links raus auf Luka Schnellbacher. Auch schon viele Drittligaspiele gemacht, 220 Drittligaspiele. Da wurde er jetzt gerade eben gesucht. Jetzt soll Israel Zuero Fernandes da im Strafraum angespielt werden. Aber Malte Karpstein hat ihn da gut abgedrängt. Weil das Spiel gerade unterbrochen ist, mal hier eine Frage von einem User. Und der fragt nämlich, wisst ihr denn, was mit unserem Neuzugang Kagbo ist? Wie sieht's denn aus? Du weißt mehr, ich weiß auch mehr. Erzählt uns. Kommt die Mail zufälligerweise von Wolfgang Seifer? Nein. Aber es ist eine berechtigte Frage und wir haben tolle Nachrichten. Absolut. Der Abu, der steht heute im Kader. Und vielleicht wird er noch mal ein paar Minuten bekommen nachher, das wissen wir noch nicht. Aber er sitzt auf jeden Fall auf der Bank. Jetzt kommt erstmal der OFC über die rechte Seite. Also, Firat, ja, nochmal rausgelegt auf Tonight Dennis, da kommt er vorne. Ah, dann ist er ins Tor ausgedrudelt. Und der gibt Eckball, okay. Naja, das habe ich gar nicht gesehen, dass da noch einer dran war. Ich glaube, Tonight Dennis hätte den Ball auch sonst nicht ins Aus. Ja, das hat mich auch gewundert, warum lässt er den rollen. Aber gut, er wird es besser gesehen haben. Und er bekommt ja auch den Eckstoß zugesprochen. Also jetzt Eckstoß für den OFC von der rechten Seite. Also, wir sind guter Dinge und vor allen Dingen sind wir empfänglich, was das 1-0 angeht, vielleicht jetzt. Also, wie gesagt, da kommt er reingeflogen. Ja, genau, da vorne auf den Elfmeterpunkt. Karpstein steigt erstmal hoch. Auf die linke Bahn ist er rausgegangen. Hussein Basic muss nochmal zurückspielen. Auf Garic, der heute dort hinten links sozusagen spielt. Dann kommt er vorne wieder Richtung Elfmeterpunkt. Noch einmal, jetzt links rausgelegt. Serkan Firat, da kann er ja flanken. Da kommt er reingeflogen. Vielleicht jetzt da hinten. Nee, da haben sie sich erst einmal jetzt befreit, die Saarländer. Allerdings Fritsche aufgepasst und die
Kugel ist in den Reihen der Aufmacher, auch wenn es erst einmal zurückgeht. Aber das hat schon richtig gut ausgesehen, was der UFC hier jetzt fabriziert hat. Mehrere wirklich sehr gut getretene Flanken da in den Strafraum rein. Da ist Elversberg kaum hinten rausgekommen. Die zweiten Bälle waren da jetzt häufig bei uns. Und da haben wir im Kopfballduell halt immer mal wieder jeweils den Kürzeren gezogen. Nichtsdestotrotz, das sah sehr gut aus, was der UFC da gerade eben gemacht hat. Und der ist jetzt auch weiterhin im Ballbesitz. Karpstein und Jelinecki immer wieder spielen sich den Ball da hin und her auf der Suche nach der Lücke. Wo kann man jetzt das Spiel öffnen? Flauder wird da jetzt auch nochmal mitgenommen. Elversberg presst da jetzt auch nicht so richtig hoch an. Also jetzt gehen sie da mal doch ein bisschen drauf. Hussein Bajic wird da jetzt angelaufen. Jetzt geht es zurück auf Karpstein und ganz zurück zu Flauder jetzt. Und da ist das Pressing damit dann auch schon wieder ausgespielt. Tuna Dennis lässt sich da jetzt fallen, betätigt sich am Spielaufbau. Da geht es jetzt rechts raus. Schöner Ball. Ja, und den nimmt er erst einmal mit. Zerkan Firne, Tuma, der zieht das ab. Ja, ja, Tuma, gar nicht so schlecht. Die Idee, warum denn eigentlich nicht? Die Idee, da links rauszulegen auf den blitzfreien oder komplett blanken Luka Garic, die hätte mir noch besser gefallen. Aber gut, das sagt sich von hier oben natürlich sehr leicht. Aber es wird Abstoß geben. Frank Lehmann wird das erledigen. Der Mann in Blau hier bei den Saarländern. Boah. Und da hat er erstmal links rausgelegt. Also kein weiter Schlag. Und was, ja, der winkt natürlich andersrum, siehst du, das wollten wir gerne anders gesehen haben. Aber so wird es Einwurf geben für die Elfen auf der Verlängerung der 16er Linie, also tief in der eigenen Hälfte. Da sucht er jetzt den Anspielpartner, das war der Fabian Baumgärtel da beim Einwurf. Und der UFC hat den Ball schon wieder zurückgeholt, Matthias Fetsch. Und wollte ich jetzt sagen, da gibt es den Einwurf UFC, aber da haben sie es dann doch irgendwie gelöst bekommen. Was ist jetzt? Jetzt gibt es wieder Einwurf Elversberg. Paar Meter Raumgewinn, geht Richtung Trainerbank. Das Ganze jetzt, der UFC wird wahrscheinlich wieder versuchen, es zuzustellen. Matthias Fetsch läuft da jetzt an, da spielen sie es ganz hinten rum. Über Lehmann, den Schlussmann und dann über die Innenverteidigung, Laurin von Pierchowski. Der da jetzt mit raumgreifenden Schritten nach vorne marschiert, den langen Ball da jetzt spielt, aber ins gar nichts, genau in die Arme von Flauder. Willst du sagen, dass Flauder gar nichts ist? Gegenteil. Aber es gibt nichts für Elversberg da jetzt. Ja, ich habe dich schon verstanden, alles klar und alles richtig. Aber Flauder, der hat damit natürlich keine Mühe, hat den Ball aufgenommen und jetzt ist Karpstein am Spielgerät. Der ist nochmal rüber auf Jelinecki gespielt und dann geht er zurück zum Capitano. Und Karpstein, der muss jetzt natürlich vielleicht mal, ja, geht er erstmal links und rechts vorbei. Ja, schwer für uns einzusehen, aber das hat er sehr gut gelöst, der Malte. Das Pressing komplett ausgespielt. Tuna Dennis, langer Ball auf Serkan Firat, der da ganz frei ist, linke Außenbahn. Da muss Frank Lehmann jetzt raus aus dem Tor. Und dann war der Serkan wohl, zumindest hat es der Linienrichter so gesehen, im Abseits. Schade, wäre sonst eine vielversprechende Situation auf der linken Außenbahn gewesen. Aber ich muss es sagen, nachdem die ersten Minuten noch ausgeglichen waren, habe ich das Gefühl, dass der UFC hier die bessere Mannschaft ist aktuell. Ja, leicht ein Ticken vorne, würde ich auch sagen. Von der Spielanlage auf jeden Fall sieht das zumindest so aus. Und ja, man sieht es auch daran, dass die Elversberger eigentlich nicht so richtig in ihr Spiel kommen. Genau, also die starke Offensive hat bisher noch nicht so viel tun können. Und defensiv haben wir sie schon ein paar Mal in Bedrängnis gebracht. Jetzt versuchen sie es mit dem Langball Richtung Kevin Coffey. Der wird da aber resolut abgekocht von Jelinecki, der es dann selber mit dem langen Ball versucht. Der findet dann auch Florent Bojai, Matthias Fetsch und dann jetzt schön links rausgespielt auf Luka Garic. Der kann jetzt ein paar Meter machen und gleich Serkan Firat mitnehmen, da im Zusammenspiel die beiden. Hussein Bajic ist da jetzt auch mit dabei, um sie zu unterstützen. Dann geht es aber erstmal wieder hinten drum, weil Elversberg das Ganze da gut zugestellt hat auf der Außenbahn. Aber Luka Garic, der steht auf der linken Außenbahn relativ frei. Wird jetzt aber nicht gesehen von den Kollegen, die das Spiel dann auf rechts verlagern. Es ist Jelinecki, Tunay Dennis und wieder Jelinecki. Und dann geht es ganz zurück zu Flauder. Der UFC, er sammelt jetzt die Ballbesitzprozente in den letzten Minuten. Ja, gut, also die Elversberger müssen ein bisschen mehr tun. Ganz klar, sie spielen zu Hause. Und der UFC lässt erstmal da, lässt sie ein bisschen kommen. Ja, also ich hätte jetzt eigentlich vermutet auch, dass die Elversberger mit 6 Siegen in Folge, zuletzt auch mit einer sehr breiten Brust und eben um dem Wissen, um die angespannte Kadersituation bei uns, da auf jeden Fall gewillt sind, das Spiel komplett in die Hand zu nehmen. Aber man muss durchaus sagen, so offensiv spielen sie da gar nicht und so im Bedrängnis bringen sie den UFC auch nicht. Bis hierhin ist es der UFC, der das sehr gut löst und da eben die besseren Chancen für sich verbuchen konnte. Jetzt ist der Ball im Aus, rechte Außenbahn, wieder schwer für uns einzusehen. Einwurf für Elversberg wird es wohl geben. Da irgendwo spielen sie jetzt und dann geht es hinten rum über die eigene Innenverteidigung. Ball ist jetzt bei Kevin Konrad, auch ein erfahrener Mann da in der Innenverteidigung. Dritte Liga hat er auch schon zu Genüge gespielt. 150 Spiele
Den kennt ihr vielleicht auch noch von den Waldhofbuben. Da hat er auch eine Zeit lang die Fußballschuhe geschnürt. Und jetzt also in Elversberg. Ball gewinnen, OFC. Oh, Hussein Basic mit dem ganz frechen Versuch aus der eigenen Hälfte. Das hat er von Tunay Dennis wahrscheinlich gelernt. Ja, auf der Mittellinie nimmt er den Ball, sieht, dass der Torwart weit vorne steht. Und dann hat er es mal versucht. Allerdings ist er ein bisschen missglückt. Gut, das muss man einfach mal probieren. Warum denn nicht? Ja, also hat er auch ein bisschen gegrinst gerade. Hat er den Ball zurückgeholt und dann steht der Torhüter natürlich ein paar Meter zu weit vom Tor. Wenn er den richtig sauber trifft, dann schießt er hier vielleicht ein Tor des Monats. So war es ein frecher Versuch und leider nicht mehr. Nichtsdestotrotz, der OFC mit einer weiteren guten Aktion und immer wieder diese Ballgewinne. So auch jetzt Marco Fritscher auf Dennis Hussein Basic, wieder in der Mittellinie. Jetzt spielt er diesmal links raus auf Serkan Firat, der mit Davutuma jetzt erstmal die Seiten getauscht hat. Firat mit der Flanke hinein in den Strafraum von Piechowski, köpft er erstmal raus. Und Dürholz und Patrick Dragon klären dann die Situation für die Saarländer. Aber ja, der OFC mit Jelinecki schon wieder zurück am Ball. Immer wieder holen wir uns den Ball ganz schnell zurück. Serkan Firat da im Zweikampf jetzt. Und gibt es Einwurf für Elversberg. Haben unsere Jungs wieder gut drauf gepresst. Und so muss Elversberg dann einwerfen und zurückspielen auf die Innenverteidigung. Ja, der OFC hat das gut im Griff, das muss man sagen. Stellungsspiel ist richtig gut, sie machen die Räume gut zu. Und das ja, führt dazu, dass die Elversberger immer wieder neu von hinten aufbauen müssen und so recht die Schaltstelle nicht finden. Ja, sie versuchen es immer mal wieder mit Langbällen in Richtung Kevin Coffey. Aber das ist ein guter Stürmer, aber eben jetzt nicht der klassische Wandspieler. Ist mit 1,81 hat er da auch die Größennachteile gegen Jelinecki und Karpstein, die ihn da auch bei diesen Langbällen immer wieder gut abkochen. Und so den Elversbergern den Ball häufig rauben. Der OFC kommt, rechte Außenbahn, Davut Tuma, ja, da hat er sich ein bisschen leicht vom Ball trennen lassen, gibt da auch keinen Freistoß. Elversberg könnte jetzt mal schnell umschalten. Tunay Dennis war da aber sehr aufmerksam. Ball ist im Seitenaus, direkt zu den Füßen von Trainer Sreto Ristić, der heute auf einen alten Bekannten trifft mit Horst Steffen. Lange Zeit haben sie zusammen Mannschaften trainiert und heute also gegeneinander. Gibt da viele Anweisungen, wird aber im Großen und Ganzen, denke ich, zufrieden sein. Der OFC, er macht das clever. Und die Elversberger immer wieder das gleiche Bild. Versuchen von hinten neu aufzubauen. Jetzt geht es mal übers linke Halbfeld. Ganz links rausgelegt. Aber schon wieder ein offenbarer Fuß dazwischen. Das war Tunay Dennis, der den Angriff einleitet. Ja, Fetsch wurde getackelt. Und so gibt es Freistoß. Schiri steht 4 Meter entfernt, hat das gesehen und geahndet. Ja, wir können bis hierhin ganz zufrieden sein. Was noch fehlt, wäre ein Törchen dort auf der linken Seite. Ja, so ist es. Das war ja auch so das Ding im Hinspiel, dass beide Mannschaften sich schwer getan haben mit dem Toreschießen. 0-0 ging es am Biberer Berg aus. Hatte die bessere erste Hälfte Elversberg, die bessere zweite Hälfte hatte der OFC. Beide Mannschaften haben es aber nicht geschafft, aus ihren jeweiligen Überlegenheiten Kapital zu schlagen. Und da gab es dann eben die Punkteteilung. Das wäre heute für beide Mannschaften sicherlich zu wenig. Beide Mannschaften brauchen den Dreier im Aufstiegskampf. Da gibt es nicht viel dran zu deuteln, um weiter Freiburg Feuer zu machen, die weiter unter Druck zu setzen und zu hoffen, dass die eben irgendwann mal stolpern. Die spielen heute in meiner Heimatstadt, in Mainz, gegen Schott. Haben aber auch noch ein starkes Restprogramm müssen. Meine Heimatstadt, da kann ich nur lachen. Du bist Offenbacher durch und durch. Das ist deine Heimat. Exil-Offenbacher. Langer Ball jetzt Richtung Coffey und er setzt sich da gut durch gegen Karpstein. Der Abschluss und Riesentat von Flauder. Da hat er ihn fast unten links versenkt. Und da haben wir mal gesehen, also wenn von 10 Langbällen 9 abgekocht werden, dann kann einer reichen, dem Kevin Coffey. Auf jeden Fall, das war ein gut vorgetragener Angriff über die linke Seite. Also ziemlich gefährlich. Aber unsere Buben haben es gemeistert, vor allen Dingen Flauder dort hinten im Kasten. Jetzt wird der Eckstoß kommen von der linken Seite. Und Flauder, der ist doch noch am Rudern und Dirigieren mit dem langen Arm. Ja. Und er gestikuliert, er zeigt, worin es gehen soll, nämlich auf die andere Seite. Jetzt erst einmal kommt er hoch reingeflogen. Und ja. Ja, also Malte Karpstein soll da irgendwie mit der Hand dran gewesen sein. Ich habe das auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Oh, Davut Tuma da jetzt im Dribbling gegen Fellhauer, aber dann kriegt er den Ball, Stiepitz. Da wollte er schnell umschalten. Haben die Elversberger aufgepasst. Das waren jetzt so 2 brenzlige Szenen für den OFC. Also gerade eben die Chance für Kevin Coffey, der da im Laufduell gegen Karpstein sich durchsetzen konnte, Flauder geprüft hat. Und dann diese Ecke gerade eben, die daraus resultierende, wo es ein bisschen Konfusion im Offenbacher Strafraum gab. Beide Situationen haben wir überstanden. Und jetzt wieder selber im Ballbesitz. Florent Boyer, rechte Außenbahn.
wird es da jetzt einen Einwurf für den OFC geben, weil dann Elversberger dazwischen war. Also das Spiel ist unterbrochen, da sage ich es nochmal, wir brauchen eure Unterstützung und zwar 40 Euro braucht es, euer Unterstützungsbeitrag, sodass wir immer weiter Fanradio und Kickers TV machen können. Zahlt es ein auf das Konto der Offenbacher Kickers, da unten haben wir es eingeblendet im Laufband. Da habt ihr Gelegenheit, eure Überweisung zu tätigen. Wem das auf einen Schlag zu viel ist, der kann das auch einteilen, 2x20 Euro oder ein Dauerauftrag 3,33 €. Das sollte jedem möglich sein. Herzlichen Dank all denen, die sich beteiligt haben. Und deswegen könnt ihr jetzt hier Fanradio live hören und ansonsten Kickers TV eben auch schauen. Weiter geht's. Ja, gute Möglichkeit für den OFC vielleicht. Ja, da hat er gut aufgepasst. Hussein Bajic war da den Torhüter, den Frank Lehmann angelaufen, aufgrund eines doch relativ knapp gespielten Rückpasses. Ball ist jetzt auch schon wieder derweil in der anderen Hälfte, weil Frank Lehmann den Ball dann doch noch wegbekommen hat. Und da war ein Laufduell zwischen Kevin Coffey und Jelinjetski. Jelinjetski wurde da von Coffey gefoult. Freistoß OFC tief in der eigenen Hälfte. Jelinjetski schaut, wo kann er hinspielen? Vielleicht ganz links raus auf Luka Garic. Ah, es wird den Ball Richtung Matthias Fetsch geben, der da im Kopfballduell gegen Kevin Konrad, ja, nicht unbedingt den kürzeren zieht, aber beide segeln am Ball vorbei. Ball rutscht durch in die Elversberger Verteidigung. Nächster langer Ball Richtung Coffey. Wieder war Jelinjetski da dazwischen. Und jetzt kommt Elversberg. Da hat Israel Zuero Fernandes schön links rausgespielt, wird jetzt auch wieder angespielt an der Strafraumkante. Geht da jetzt zu Grundlinie mit enormem Tempo, Ball reingespielt, Malte Karpstein klärt dann erstmal raus. Da haben sie jetzt so für sich so den Weg gefunden, dann schnelles Überbrückungsspiel auf der linken Bahn und dann ja vorne rein gespielt. Also das haben sie jetzt schon 2-3 Mal praktiziert und jetzt gibt es hier Gelb für den Kollegen Pichowski, also von Pichowski heißt er, Laurin von Pichowski. Und ja, nach einem Foulspiel. Genau, da hat Dennis Hussein Bajic sich sehr stark durchgesetzt, hat er den Antritt gesetzt und dann war es ein klar taktisches Foul vom 27-jährigen Innenverteidiger da, der da ein bisschen weit aufgerückt war. Und so gibt es jetzt Freistoß, einen Meter in der Elversberger Hälfte, relativ zentral. Tuna Dennis bringt ihn da jetzt ganz rechts raus Richtung den aufgerückten Marco Fritscher, erstmal rausgeköpft von den Elversbergern. Zweiter Ball ist aber beim OFC, Serkan Firat rechts außen, dreht sich da zweimal um die eigene Achse, dann jetzt auf Florent Bojai, der schaut, wo kann er hinspielen, muss dann aber erstmal abdrehen und zurück auf Tuna Dennis, der jetzt wieder reinspielt in die Gefahrenzone. Elversberg köpft ihn dann aber erstmal wieder raus. Und so die Chance auf schnelle Umschalten für Elversberg. Israel Zuero Fernandes, halbrechte Position, spielt er jetzt ganz rechts raus auf Pfeil. Der da im Zweikampf mit Luka Garic und jetzt zur Grundlinie gespielt, aufgerückter Fellhauer mit der Flanke. Und was macht Fritscher denn da? Eigentor. Eieieiei, vollkommen eieieiei. Ein Eigentor von Fritscher. Und da war hinter ihm gar niemand. Eieiei. Gut, ist jetzt wie es ist. Unsere Jungs können auch mit Rückschlägen leben. Und das tut mir echt leid für Marco Fritscher. Ist ja ein echter Temperamentsbolzen. Absolut Kickers. Und da wird er sich sehr, sehr ärgern. Aber es kann auch eine Trotzreaktion herbeiführen, denn unsere Jungs, da steht jeder für den anderen ein. Und Mund abputze und weiter geht's. Ja, also auch wirklich ein ärgerliches Tor. Unnötig, wie nur was, da war Marco Fritscher und das hat er wahrscheinlich nicht so genau gesehen. Gänzlich unbedrängt bei der Flanke, da war kein Elversberger in der Nähe. Die Flanke eigentlich auch sehr ungefährlich da hinein in den Strafraum und dann wollte er wahrscheinlich entweder links neben das Tor köpfen. Ablegen, hat vielleicht geglaubt, dass Flauder dann direkt das Ding abnimmt. Aber. Ja, wahrscheinlich. Eins von beiden, auf jeden Fall unhaltbar für Flauder aus seiner Sicht, unten rechts rein. Ja, ein perfekter Kopfball, aber halt nur leider ins eigene Tor. Der OFC sieht sich jetzt also mit diesem Rückstand konfrontiert. Hat das eigentlich wirklich sehr gut gemacht? Wir haben auf jeden Fall. Wir haben eine lange Zeit die Spielkontrolle gehabt. Auch wenn wir gesehen haben, dass sie in den letzten 5 Minuten die Elversberger dann schon ein bisschen verstanden haben, dass sie da über links schnelles Spiel dem Torerfolg vielleicht näher kommen könnten. Und ja, das war natürlich jetzt ein ganz dummes Ding. Aber ja, ich glaube, unsere Jungs können auch mit sowas umgehen. Die stehen wieder auf. Das hat man am Dienstag gegen Homburg gesehen. Aber klar ist auch, das ist in einem Spitzenspiel, Zweiter gegen Dritter, natürlich absolut ärgerlich, wenn du dann durch so ein Tor hinten liegst. Und ich denke, da wird sich Marco Fritscher selber natürlich am meisten ärgern. Er hat sich auch sofort den Kopf im Rasen vergraben, gerade eben, als er gesehen hat, was er da mit dem Kopfball bewirkt hat. Ja, ist natürlich jetzt sehr angenehm für Elversberg, dass sie jetzt auf die Art und Weise in Führung gehen. Und jetzt der OFC gefordert ist. Elversberg treibt da erstmal das Leder durch die eigenen Reihen. Gibt es jetzt den weiten Ball. Fritscher da erstmal dazwischen. Aber Elversberg hat den Ball schon wieder zurückgeholt. Zentrale Position. Israel Zuero Fernandes. Super hat er da aufgedreht gegen Kevin Coffey. Der lässt prallen wieder zurück für Israel Zuero Fernandes. Der wurde zwischenzeitlich da zu Boden gerissen.
Und so gibt es Freistoß. Beschwert sich beim Schiedsrichter, dass da kein Kickerspieler die gelbe Karte für sieht. Aber da war es für meine Begriffe etwas zu wenig für. So gibt es Freistoß. Ja, wahrscheinlich sind es 40 Meter. Ich bin schlecht im Schätzen. Sind es 40 Meter, Lars, Torentfernung? Nicht ganz. 36 Meter, zentrale Position. Und jetzt geht's weiter hier. Verlagert sich auf die linke Bahn. Ja, erst nochmal den Haken geschlagen. Und dann die Offenbacher dazwischen mit Bojai. Hier wird auch reklamiert, aber das geht schon in Ordnung. Weiter geht's. Und Elversberg hier auf Höhe der Mittellinie. Zurück am Spielgerät. Dann kommt der öffnende Pass vorne rein auf die Strafraumgrenze. Schelenjewski steigt hoch, allerdings tropft der Ball nochmal ab. Jetzt muss Karpstein sehen, dass er die Kugel wegkriegt. Genau, das macht er auch. Auf Garic gespielt. Und jetzt kann der Offenbacher Angriff rollen über die linke Seite. Auf Fetsch erst einmal. Der muss den Ball kontrollieren. Nochmal reinspielen. Hussein Basic. Ja, schön gemacht hier. Klasse Verbundspiel über Fetsch und Tunay Dennis. Dann geht er rechts raus. Jetzt vielleicht auf Fritscher. Genau. Und dann muss er vorne Richtung Strafraum. Noch einmal tolles Kombinationsspiel, auch wenn es vielleicht da jetzt einer zu viel war. Und die Elversberger zurück am Kügelchen. Aber das macht auf jeden Fall Mut, diese Kombination. Angefangen auf der linken Außenbahn mit Matthias Fetsch und Hussein Bajic. Und dann ging es wieder ganz rechts raus zu Serkan Firat und Co. Das hat sehr gut ausgesehen, was wir da spielen. Jetzt kommt aber Elversberg mit Fellhauer. Den müsste mal jemand angreifen. Der geht schon in den Strafraum. Und da geht er zu Boden. Und da habe ich kurz den Atem angehalten, weil es war zu wenig für einen Elfmeter, aber das heißt ja nicht, dass der Schiedsrichter nicht trotzdem Elfmeter pfeift. Haben alles schon erlebt, ja. Geht aber weiter mit einer Verletzungsunterbrechung, glaube ich, beziehungsweise Fellhauer sitzt da noch am Boden, der wurde da lange nicht angegriffen, ist da bis in den Strafraum reingegangen, hat da ein bisschen was vom Mike Vettertor seinerzeit. Das Spiel ist unterbrochen, dann richte ich das noch aus. Sportliche und kulinarische Grüße an das Fittenreide und alle Kickers Nasen von KS Gourmet, Kiefer und Schmidt, Party Service und Catering, Gulasch und Bolognese Manufaktur haben jetzt auch Hühnerfrikassee und Zürcher Geschnetzeltes im Programm. Euer Manuel, Alex, Mirko, Marion, Thomas und Uli. Nur läuft hier das die Botschaft und das ist ja unser Ausstatter, der auch unsere Mannschaft versorgt mit dem leckeren Essen. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt geht es dann auch weiter hier. Dann haben wir das hier mit überbrückt. Und der OFC im Ballbesitz. Ja, dumm. So kurz vor der Halbzeit. Vielleicht müssten wir noch einen machen, ne? Ja, Arne Zeigler hat da in seiner Sendung so eine ganz spezielle Kategorie. Tor des Monats. Wo das skurrilste Tor des Monats sozusagen gesucht wurde. Und vielleicht hat der Marco Fritscher da eine Bewerbung für abgegeben. Gucken wir mal, ob es da landet. Der OFC hat ja schon einige dieser Treffer in dieser Saison fabriziert. Ich erinnere da an das Tor von Hussein Bajic in Altenau war es, glaube ich. Und auch in Steinbach haben wir skurrile Gegentore gefressen und so. Also jetzt kommt aber der OFC, das ist erstmal wichtiger. Und da kommt nämlich Marco Fritscher, der sich einschaltet über die rechte Seite. Serkan Firat, naja, der wird jetzt natürlich hier eng sozusagen umgarnt. Und dann ist es Bojai, der den Ball zurückholt, ganz klar. Tunay Dennis, was macht er? Nochmal links raus auf Hussein Basic. Oh, das sind gleich zwei um ihn herum. Naja, Schiri hat es gesehen. Freistoß OFC. Aber mit was für einer Qualität der Hussein Basic heute wieder aufspielt, das ist schon wirklich großartig. Der junge Kerl hat innerhalb einer Saison eine wirklich beeindruckende Entwicklung genommen. Und mit welchem Selbstbewusstsein der hier durchs Mittelfeld marschiert, Gegner stehen lässt, Pässe spielt. Also Kasper, ich sag dir was, so kurz vor der Halbzeit müssen wir jetzt ein Ding machen. Und jetzt ist nur die Frage, babbelst du ihn rein oder ich? Ja, also ich glaube, ich habe mich da ganz gut bewiesen zuletzt. Mach ich's mal. Also Tunay Dennis, zentrale Position, 36, 37 Meter Torentfernung. Da schaut er jetzt, bringt den Ball hinein in den Strafraum. Fetsch ist da eingelaufen, Kopfball im Strafraum. Schelenjewski könnte nochmal abschließen. Und dann ist er noch abgefälscht, sonst wäre er reingegangen. Ecke für den OFC, das hat auch der Schiri so gesehen. Von der linken Seite wird er wohl dann getreten kommen. Tunay Dennis, der trabt dahin und den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und weil du nicht reingebabbelt hast, babbel ich ihn jetzt rein. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Also so kurz vor der Halbzeit machen wir noch den Ausgleich. Das wäre recht nach unserem Geschmack. Also, da hat er sich das Kügelchen erst einmal hingelegt. Dann nimmt er 3, 4, 5 Meter Anlauf. Noch ist er nicht freigegeben. Doch, jetzt kommt er rein vorne. Ja, erst einmal abgewehrt auf Elversberger Seite. Aber der OFC kommt mit dem zweiten Ball, mit dem Kopfball von Serkan Firat vorne reingespielt. Und Fritscher, der muss jetzt auch nochmal ganz schnell die Kugel in die andere Richtung bringen. Und dann sind sie dazwischen. Und jetzt wird schnell umgeschaltet auf Elversberger Seite. Auf der linken Bahn. Fritscher hat ihn gut abgelaufen. Wunderbar zurückgelegt. Auf Stefan Flauder und Tunay Dennis. Ja, der wechselt die Seite hier. Links, da ist nämlich alles frei. Garic heute auf besonderer Position. Jetzt schöner Doppelpass. Davut Tuma hat er gefunden. Hat sich durchgesetzt. Wunderbar. Jetzt geht er in den Strafraum rein. Da kommt die Flanke. Schade. Fetsch kann den Kopf so weit nicht ausfahren. Ja, da geht er rüber auf die rechte Seite.
Hat einen etwas längeren Hals gebrauchen können, der Matthias. Giraffenhals. Ja, ja. Aber die Flanke war nicht schlecht, von Davut Tuma generell keine schlechte Aktion. Und ich muss auch sagen, mir gefällt sehr gut, wie wir hier auf den Rückstand reagiert haben. Die Mannschaft keinesfalls geschockt, der OFC. Weiterhin mit sehr ansehnlichen Spielen nach vorne, immer wieder gute Kombinationen, immer wieder schaffen wir uns da in aussichtsreiche Flankenpositionen zu bringen. Auch die ein oder andere gute Abschlusssituation hatten wir gerade eben. Sebastian Zieliński nach einer Ecke hatte da die Abschlusschance gehabt, Ball wurde noch abgefälscht und ging so am Tor vorbei, ansonsten wäre der richtig gefährlich draufgekommen. Also der UFC, er macht es hier weiterhin gut, liegt halt durch dieses ärgerliche Eigentor von Marco Fritscher 0:1 hinten. Aber hier ist der Käse noch nicht gegessen. Nee, auf keinen Fall. Und der UFC kommt auch nochmal. Also jetzt über die linke Seite. Erst einmal die Elversberger dazwischen. Hüseyin Bartic versucht, das Leder schnellstmöglich zurückzuholen. Allerdings ist jetzt der Abpfiff ertönt. Das war es erstmal in Halbzeit Nummer 1. Wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Und dann er pfeift an und wir nehmen wieder die Zeit. Und dann geht's los, der UFC im Ballbesitz. Genau, um das noch zu Ende zu führen. Also vor der Saison, während der UFC hinten rumspielt, haben wir ja so ein bisschen gesagt, Elversberg, im Grunde genommen das, was wir vorhaben, aber sie sind schon ein Jahr weiter. Sie haben die eingespielte Mannschaft und wir haben die neue Mannschaft. Und trotzdem ist der UFC hier mal mindestens auf Augenhöhe mit Elversberg in dieser Saison. Das heißt, wir haben eine sehr gute Mannschaft beisammen und das macht halt optimistisch für die kommende Saison. Vom Etat her sind sie seit Jahren eigentlich uns weit voraus gewesen. Und naja, also wie gesagt, der UFC macht ein ordentliches Spiel und da ist Marco Fritscher jetzt an Ball. Wollen wir nicht jammern, denn wir schauen nach vorne. Und Tunay Deniz abgelegt, Serkan Firat auf Höhe der Mittellinie, ja, auf Boyay. Und dann muss erst nochmal zurückgespielt werden. Vielleicht mal die Seite wechseln, genau das passiert jetzt auch auf halb links über Karpstein und Hüseyin Bartic. Und Zieliński, ja, sucht jetzt den Weg auf rechts über Fritscher, kommt dann nochmal zurück. Und Tunay Deniz, ja, da gibt es jetzt ein bisschen Raum auf der linken Bahn. Genau, Malte Karpstein kann er jetzt mit großen Schritten ein paar Meter machen, spielt dann jetzt Davut Tuma an, der da links rausprallen lässt für Matthias Fetsch. Jetzt zurück ins Zentrum zu Davut Tuma war der Plan, aber da war ein Elversberger dazwischen und so gibt es Einwurf für den OFC, meine ich, nein, tatsächlich für Elversberg, oder? Ja, es wird Einwurf Elversberg geben, die über Robin Fellhauer da jetzt einwerfen werden. Und aus einer sehr fußballbegeisterten Familie, der Robin Fellhauer, ist aus Freiburg gekommen. Und bei Freiburg, da spielt auch noch seine Schwester, die Kim Fellhauer, spielt da in der Bundesliga bei den Damen. Also die sind, denen liegt das Fußballspielen im Blut, den Fellhauers. Hat vorhin im Durchgang 1 auch eine gute Chance gehabt. Jetzt kommt Elversberg. Und zwar durchs Mittelfeld, erst mal rechts rausgelegt auf die Außenbahn. Ja, geht er fast bis zur Torauslinie. Ja, und es gibt Abstoß. Flauder. Ah, Lars Kissner hat jetzt neben mir die Sonnenbrille aufgezogen. Blendet es dich so sehr, das bedeckte Wetter? Oder ist es der OFC, der dich blendet? Ich bin ein bisschen Heuschnupfen geplagt heute. Tut die Sonnenbrille ganz gut. Und ich glaube noch an die Strahlkraft unseres OFC. Denke ich auch. Für Eintreffer sind wir hier auf jeden Fall gut. Elversberg hat ja auch in Durchgang 1 immer mal wieder gezeigt, dass sie Anfälligkeiten da hinten haben können, dass man sie da aus dem Konzept bringen kann. Auch für zwei Treffer immer gut. Absolut, wir sind auch für eine Aufholjagd immer gut. Und da soll jetzt Serkan Firat eingesetzt werden mit dem langen Ball von Malte Karpstein. Ist aber nicht ganz rangekommen und so Elversberg zurück im Besitz des Spielgerätes über den Kapitän, über Luca Dürholz. Den haben sie 2018 aus Kiel losgeeist. Dementsprechend ist er auch Drittliga erfahren. 50 Drittligaspieler hat er schon gemacht. Ausgebildet worden übrigens bei unseren Freunden aus Leverkusen. Da war er in der Jugend. Und jetzt also ein klasse Sechser, den die Elversberger da haben. Ist auch der Kapitän der Mannschaft, Kopf der Truppe. Organisiert da hinten raus immer wieder das Spiel. Aber zumeist versuchen es die Elversberger heute zumindest über die Innenverteidigung und dann über die langen Bälle nach vorne Richtung Kevin Coffey, der da irgendwas Cleveres mit anstellen soll und mit seiner individuellen Klasse dafür Gefahr sorgen soll. Der OFC läuft die Elversberger jetzt mal an, die da weit hinten rumgespielt haben. Ball geht Richtung Kamerapodest, aber fällt dann davor zum Glück runter, um hat so unseren Kameramann Eugen Würsling zum Glück nicht getroffen. Einwurf OFC rechte Außenbahn. Marco Fritscher. Leider muss man sagen, der Torschütze aus Durchgang 1, der Marco, hat ein Eigentor gemacht. Ich glaube 37. oder 38. Minute war es so. Und seither rennen wir diesem Rückstand also hinterher. Und was gibt's da jetzt? Einwurf für Elversberg, glaube ich. Genau an dem Punkt, der für uns eben schwer einzusehen ist. Jetzt geht's hinten rum. Über die eigene Defensivkette.
Elversberger natürlich haben sie jetzt auch besonders viel Zeit beim Hintenrumspielen. Die wissen, im Zweifelsfall muss der OFC sich den Ball zurückholen, weil er eben hier jetzt auf den Ausgleich drängen will. So spielen sie in aller Seelenruhe hintenrum über Kevin Konrad. Jetzt kommt der lange Ball Richtung Israel zu Aero Fernandes, der mit dem Kopf tatsächlich geschickt verlängert, rechts raus auf Manuel Feil und jetzt übers Zentrum zurück über Luca Dürholz, zentrale Position. Da läuft jetzt die Kombinationsmaschine, wunderbar gespielt von den Elversbergern. Hervorragender Treffer, Luca Dürholz. Also das war, ich muss es leider sagen, auch wenn es wehtut, ein wunderschönes Tor, eine hervorragende Kombination. Da haben sie ihre gesamte Offensivqualität auf den Platz gebracht. Der OFC ist da nicht mehr hinterhergekommen und so steht es 2:0 für die Sportvereinigung 07 Elversberg. Luca Dürholz war der Torschütze. Ja, das muss man sagen, haben sie gut gemacht. Aber auch hier gilt wieder munter Portion, weiter geht's. Also wir müssen jetzt natürlich schauen, dass jetzt recht schnell der Anschlusstreffer fällt, damit wir hier wieder Chance noch wahren. Also, ja, wir werden hier ewig beschallt. Also weiter geht's mit dem OFC. Zeleniecki, links rausgelegt, Malte Karpstein. Ja, und ja, dann Flauder. Erstmal weit nach vorne geschlagen, bis auf die Mittellinie, mit der Brust genommen. Fetsch war das. Und der Ball bleibt auf der linken Bahn. Und Tonai Dennis, ja, hat er wunderbar gemacht. Auf Boyer, der hat jetzt hier ein paar Meter. Oh, ja, wird er hier umgemacht. Trotzdem, weiter geht's, Vorteil lässt er gelten. Also auf die rechte Bahn gespielt von Vierer. Ja, Fritscher ist da rechts außen, zieht er jetzt ins Zentrum zurück rein. Ich muss mich mal erheben, um überhaupt zu sehen, was da passiert. Nach wie vor liegt Florian Boyer im Boden. Das Spiel wird jetzt auch unterbrochen werden, der ja gerade eben bei einem Zweikampf mit einem Elversberger sich da wehgetan hat. Hält sich, glaube ich, das rechte Schienbein. Und ich weiß nicht, ob er behandelt werden muss. Spiel ist auf jeden Fall unterbrochen. Serkan Firit hat den Ball da ins Seiten ausgespielt. Jetzt steht er aber wieder, der Krieger. Ja, hält sich noch so ein bisschen. Schienbein geht runter Richtung Knöchel, die Hand gerade eben. Aber wird wohl weiterspielen können, vorerst unter Schmerzen. Dann wird es Einwurf von den Elversbergen geben, die fairerweise den Ball dann jetzt zu ins Zurückspielen zu Zeleniecki und Malte Karpstein. Puh, das war jetzt natürlich nicht ein Start, wie wir uns vorgestellt haben in Durchgang 2. Das hat die Situation natürlich keinesfalls leichter gemacht. Der OFC, wie schon gegen Homburg, liegt damit 0:2 hinten. Aber die Zeit, sie ist natürlich bedeutend knapper, um das hier noch zu drehen, als gegen Homburg. Sie ist knapper, aber sie ist noch da. Also das kann man nicht sagen. Der OFC wird auch nicht aufstecken, ganz im Gegenteil. Der wird die Chance suchen. Auch ja, gibt es jetzt hier Gebrülle, denn das hat man anders gesehen auf Offenbacher Seite. Und so wird es Abstoß geben. Ah, Freistoß ist es von Frank Lehmann, aber Matthias Fetsch regt sich da auf. Und ich kann ihn nachvollziehen, denn da ist, ich glaube, Lauren von Piechowski doch sehr, sehr leicht im Zweikampf mit ihm zu Boden gegangen. Und wenn der Schiedsrichter es nicht abgepfiffen hätte, hätte Matthias Fetsch schon eine hervorragende Chance gehabt. Offenbacher stehen natürlich jetzt ganz, ganz hoch, machen früh Druck, ne, pressen. Ja, ganz weit am Strafraum der Elversberger. Und jetzt geht es erst einmal über die Weißen weiter. Die Saarländer kommen durchs Mittelfeld, halb linke Position. Zieht er so ein bisschen ins Zentrum rein. Aber dann aufgepasst, Zeleniecki spielt zurück. Und dann geht es über die rechte Seite weiter. Marco Fritscher. Ja, Tuna Dennis sucht Serkan Firat. Allerdings erst einmal zugedeckt. Und ja. Jetzt Elversberg im Mittelfeld. OFC hat gut aufgepasst. Schön, Fritscher, Zeleniecki. Dann muss er zurückspielen. Genau das macht er. Und dann die Seite wechseln über die linke Bahn. Genau. Malte Karpstein. Der kann erstmal gehen. 5, 6, 7 Meter mit dem Ball. Stoppt erstmal ein bisschen ab. Dann kommt der Pass. Allerdings dort ist niemand ganz, ganz vorne auf die linke Bahn gelegt. Und so wird Frank Lehmann, der Schlussmann, sich des Spielgeräts annehmen. Und na gut, die haben es natürlich jetzt nicht mehr so eilig und taktisch wird sich natürlich jetzt ein bisschen was verschieben. Der OFC muss natürlich ein bisschen mehr pressen, steht dann natürlich höher, denn hier muss recht schnell der Anschlusstreffer fallen. Ja, aber man merkt, wie sich unsere Jungs mühen,
Ich meine, klar, englische Wochen noch und nöcher, kaum Möglichkeiten zu rotieren, mal einem eine Pause zu gönnen und jetzt hier gegen so eine Mannschaft 0-2 hinten liegen. Das ist ein so hartes Brot, das die da jetzt zu kauen haben. Die Jungs in Mintgrün da unten auf dem Rasen, die Jungs von Sretoristic, dass sie da die Moral für haben, das steht außer Frage. Gegen Homburg haben sie es ja bewiesen. Aber es ist auch klar, das hast du jetzt nicht jeden Spieltag im Tank, so eine Aufholjagd. Da müssen wir wirklich sehen, ob unsere Jungs das heute schaffen, darauf nochmal zu antworten, vielleicht hier noch den Punkt zu ziehen. Und jetzt gibt es da erstmal, was gibt es? Einwurf Elversberg, tief in deren Hälfte, auf deren linken Verteidigungsseite, also rechte Offensivbahn vom OFC, kommt da jetzt der Einwurf. Versuchen wir da zurückzuholen, Ball ist wieder im Seiten aus, glaube ich. Es ist wirklich ganz schwer für uns einzusehen, da hinten drin. Also können wir wirklich kaum durchgucken, wie gesagt, durch einen Kameraturm und zwei Zäune hindurch. Wird Einwurf OFC wohl geben, Marco Fritscher steht da jetzt. Ich werde mich mal ganz kurz erheben, damit ich es sehe. Also Fritscher wirft da jetzt zu Davut Tuma, lässt da wahrscheinlich prallen. Nein, tritt um die eigene Achse, versucht da im Dribbling was zu machen, der Davut Tuma gegen zwei Mann. Das ist dann ein bisschen zu viel gewollt und dann können die Elversbergers da erstmal wieder hinten rausklären. Ball ist aber bei Jelenjetski dann jetzt letzten Endes angekommen. Also weiterhin Ballbesitz OFC, Malte Karpstein. Mal gucken, was der OFC noch machen kann. Also erstmal links rausgelegt, dann kommt der Postwenden zurück, über Karpstein zurück auf Flauder. Und dann geht's rechts weiter mit Jelenjetski. Also, könnte noch gehen. Ja. Erstmal auf Bojai gespielt, Tonai Dennis, ja, findet erneut Bojai im Zentrum. Und dann Hossein Basic rausgelegt, Serkan Firat über rechts. Über die rechte Außenbahn geht er die Post ab. Serkan Firat zieht in die Mitte rein, könnte jetzt abschließen, sucht den Abschluss. Und Frank Lehmann taucht ab. Rechts unten hätte der Ball einschlagen können, aber Frank Lehmann hat ihn da abwehren können. Nichtsdestotrotz guter Angriff vom OFC. Serkan Firat war da reingezogen. Dann vielleicht nicht genügend Druck hinter den Ball gebracht. Und so weiterhin 0-2 der OFC, rennt weiter diesem Rückstand hinterher. Hussein Bajic in zentraler Position, kann den Ball da behaupten. Naja, nee, es gibt Freistoß für Elversberg, kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie Schiedsrichter Marc-Philipp Eckermann jetzt auf die Idee kommt. Ja, ziemlich genau für die Mittellinie, wobei doch ein paar Meter in der Elversberger Hälfte ist es dann doch. Laurin von Pierchowski steht da jetzt, wird da zurückspielen zum eigenen Torhüter Frank Lehmann. Also die Elversberger, sie haben es geschickt gemacht in Durchgang 2. Sehr situativ, trauen sich mal nach vorne. Aber dann dieses eine Mal, wo sie dann wirklich mit voller Überzeugung auch das Mittelfeld nach vorne geschoben haben. Da haben sie sich super durchkombiniert. Eine Riesenkombination abgeschlossen von Luca Dürholz, dem Kapitän, zum 2-0. Und da ist er auch jetzt wieder am Ball, zentrale Position. Die nächste Kombination, die sie da anschicken, zu ziehen. Linker Außenbahn, Luca Schnellbacher zieht er in die Mitte rein. Aber Tunay Dennis super dazwischen. Ja, mit aller Seelenruhe spielt er da jetzt rechts raus auf Serkan Firat zurück ins Zentrum. Das Gegenpressing der Elversberger erstmal gut ausgespielt. Und dann ist es Florent Bojai, der da aus dem Gefühl rausspielt. Wunderbar, wie sie sich da durchkombinieren, die Offenbacher Kickers. Und jetzt könnt ihr die Post abgehen, ganz links raus auf Luka Garic, der Ball jetzt direkt vor der Trainerbank. Jetzt macht er da Tempo, hat eine Menge Platz, kann jetzt flanken. Flankt in die Mitte, rein der Ball. Oh, der senkt sich sogar fast Richtung Tor. War quasi mehr ein Torschuss als eine Flanke. Ja, man auch ein bisschen überrascht, gell, wie der Ball so angeflattert kam. Also die richtige Reaktion des OFC, der spielerisch, das muss man sagen, hier wirklich ganz vorzüglich agiert. Also das sieht toll aus, die Kombinationen auch. Und überhaupt steckt man nicht auf. Es ist ja wirklich ja, dumm gelaufen bis hierhin. Also, aber sie können es, unsere. Und deswegen glauben und hoffen wir weiter. Ja, es ist definitiv ein ausgeglichenes Spiel. Es ist kein Spiel, wo hier eine Mannschaft verdient 2-0 führt. Das nicht. Aber man muss einfach sagen, die Elversberger, sie haben... Also wir haben ihre Chance genutzt sozusagen mit dem Eigentor von Marco Fritscher in Durchgang 1 und dann einmal in Durchgang 2 haben sie sich nach vorne gewagt und das war eben eine brutale Kombination und sind so mit 2-0 in Führung. Wie gesagt, der OFC macht eigentlich eine gute Partie, aber aktuell stehen wir eben mit leeren Händen da. Der OFC versucht es zu ändern, aber jetzt kommt erstmal Elversberg. Rechte Außenbahn, Israel zu Ero Fernandes mit dem Steckpassversuch. Luka Garic hat da super aufgepasst und Davut Tuma könnte jetzt schnell umschalten, zentrale Position. Ah, Tonight Dennis sollte da angespielt werden, aber es war zu ungenau und Tuna Dennis hat einen Pressschlag gehabt und geht da jetzt zu Boden, liegt da am Boden, bleibt liegen. Hält er sich das Gesicht, glaube ich, hat den Ball dann vielleicht irgendwie blöd abbekommen. Ball ist jetzt auch erstmal im Seitenaus, Spiel ist unterbrochen und der Schiedsrichter winkt da jetzt auch das Betreuerteam von Kickers Offenbach ran. Tuna Dennis muss also behandelt werden. Die Möglichkeit für alle Beteiligten da unten auf dem Platz kurz durchzuschnaufen. Trinkpause allseits und Elversberg, sie werden wahrscheinlich gleich nochmal wechseln.
Ich sehe da hinten einen Elversberger Auswechselspieler da im gelben Leibchen zur Trainerbank von Horst Steffen hinkommen. Ist auch schon seit 2018 hier in Elversberg. Sehr erfahrener Mann, der Trainer. Ja, da kannst du natürlich was aufbauen, wenn du ja über Jahre hin einen solch schicken Etat zur Verfügung hast. OFC ja eigentlich jetzt so im Grunde in seinem ersten Jahr, wo er ja, auf Augenhöhe halbwegs agieren kann, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Und da muss man sagen, eine hervorragende Saison. Das ist eine ganz neu zusammengestellte Mannschaft. Und das, wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir gleich ja, so eine Punkteausbeute hier erzielen, da wären wir mit einverstanden gewesen. Ja, natürlich wünscht man sich den Aufstieg, aber in dem Fall war Freiburg oder ist Freiburg aktuell wahrscheinlich einfach einen Schritt weiter als wir. Elversberg hätten wir gedacht, dass es einen Schritt weiter ist als wir. Jetzt sind wir in der Saison punktetechnisch relativ auf Augenhöhe. Jetzt werden sie wieder vorbeigezogen mit 75 Punkten an uns. Wir mit 74 Punkten dann jetzt auf Rang 3 aktuell. Aber der OFC hat eine gute Mannschaft. Wenn wir die zusammenhalten, wenn wir sie gezielt verstärken, dann würde ich uns als einen der Top-Favoriten in der kommenden Saison auf den Aufstieg ganz klar deklarieren. Ja, auf jeden Fall. So, ja, dann wird es weitergehen mit dem Einwurf für den OFC. Tunay Dennis muss jetzt erstmal hier vom Platz, das heißt der OFC wird ein paar Minuten dezimiert spielen. Dann geht der Ball zurück in die Elversberger Reihen. Und ja, da kommen sie durchs Mittelfeld, bauen sie langsam auf. Nochmal zurückgelegt. Luca Dürholz ist das, hat seinen 12. Saisontreffer vorhin zum 2:0 gemacht. Also für einen Sechser enorm torgefährlich. Ähnlich wie Tunay Dennis, der eben nach wie vor behandelt wird, beziehungsweise die Behandlung ist vorbei. Er winkt dem Schiedsrichter, möchte wieder reingelassen werden. Der Schiedsrichter winkt ihm jetzt zurück. Tunay Dennis darf zurück aufs Feld. Der OFC jetzt also wieder komplett wieder zu Elft. Und Elversberg am Ball in der eigenen Hälfte. Immer wieder angelaufen von Matthias Fetsch und Florent Bojai. Da haben sich jetzt gut durchkombiniert. Langer Ball in die Tiefe. Da wird Luca Schnellbacher gesucht, der dagegen Marco Fritscher versucht, einen Stich zu setzen. Aber das hat der Fritscher sehr geschickt gemacht. Wird Abstoß für Stefan Flauder geben. Schon ausgeführt auf Malte Karpstein. Und der OFC jetzt im Neuaufbau. Dennis Hussein Bajic hat da gut aufgedreht. Spielt da jetzt halbrechte Position auf Florent Bojai. Jetzt geht es ganz rechts raus auf Serkan Firat. Rechter Außenbahn, da läuft der Express hinterlaufen von Fritscher. Den nimmt er jetzt auch mit rechter Außenbahn. Kann er jetzt vielleicht die Flanke hineinbringen in den Strafraum vom ersten Pfosten. Aber der Ball ist bei Serkan Firat und Florent Bojai. Tunay Dennis konnte jetzt auf der Distanz draufziehen. Ah, da haben wir uns ein bisschen zu lange Zeit gelassen mit dem Abschluss. Über Hussein Bajic kommt der Ball noch einmal. Jetzt erstmal zurück auf Karpstein. Dann Tunay Dennis links rausgelegt. Jetzt das Ding schnell mitnehmen oder auf der Linie spielen. Nee, da zieht er erstmal ein bisschen rein. Am ersten vorbeigekurft, am zweiten abgelegt. Tunay Dennis noch einmal auf die linke Seite. Dann zieht er ab ins Gebälk erst einmal. Und jetzt haben sie ihren Schaft da hinten, die Elversberger. Der OFC spielt jetzt um den Kreis, wie beim Handball. Und da kommt er vorne rein. Ja, und dann auf Kosten eines Sechsstoßes geklärt auf Elversberger Seite. Das heißt, der OFC, der drückt jetzt mächtig. Und jetzt muss das Ding rein, Kaspar. Einmal mehr ist der OFC unbeeindruckt von einem 2-Tore-Rückstand. Einmal mehr beweist diese Mannschaft Moral, steckt eben nicht auf, spielt weiter. Nicht nur leidenschaftlich, sondern eben auch konzentriert und zielgerichtet nach vorne. Nächster Eckball OFC, Eckball Nummer 3 wird das sein, den Tunay Dennis da jetzt zum Tor hin hineinbringen wird, in den Strafraum der Saarländer. Da lässt er sich noch ein bisschen Zeit. Der Schiedsrichter hat das noch nicht freigegeben. Gibt es noch irgendwie Diskussionen Israel zu Aero Fernandes? Muss, glaube ich, gerade runter vom Feld. Meine einzige Erklärung wird spontan, dass er vielleicht irgendwie Nasenbluten hat und deswegen die Blutung erstmal gestillt werden muss. Ich weiß nicht genau, was es damit gerade auf sich hat. Sie wechseln, ich habe es gar nicht gesehen, genau. Doch, also, Israel Zoyaro Fernandes ist da rausgegangen, für ihn ins Spiel gekommen ist. Nico Karga, auch ein Drittliga-erfahrener Mann, den haben sie von 1860 München losgeeist. Und jetzt also der Eckball, Tunay Dennis reingetreten auf den zweiten Pfosten. Und da wäre er fast direkt eingeschlagen, auf der Linie geklärt von einem Elversberger. Nächste gute Chance, OFC. Er kam schon in die richtige Richtung, einmal direkt ans Tor, beziehungsweise auf die Linie. Und dann stand da auch Hussein Bajic, der wollte einnicken. Aber gut, abgepfiffen erst einmal. Es wird wohl Abstoß geben. Ja, hier wird der Wechsel nochmal bekannt gegeben. Oh. Weiter geht's.
Abstoß, oder Quatsch, Freistoß, Frank Lehmann. Da lässt er sich natürlich Zeit. Die Elversberger, sie machen das jetzt natürlich mit einer Bierruhe. Weiter Ball da Richtung Manuel Feil, aber haben wir schon zurückgeholt. Und jetzt Davutuma, linke Außenbahn, geht er immer weiter in die Elversberger Hälfte rein. Matthias Fetsch heute auffällig häufig auf den Außenbahnen mit unterwegs, unterstützt immer wieder das Flügelspiel, das funktioniert hervorragend. Alleine, wir konnten unsere vielen Vorstöße über die Außenbahn noch nicht in gefährliche Abschlüsse oder noch zu selten in gefährliche Abschlüsse ummünzen. Der UFC arbeitet aber dran, dass sich das bessert. Nächster Crosspass von Jelinecki, links raus auf Davutuma. Oh, der hatte erwartet, dass Luka Garic da mit ihm mitläuft. Wahrscheinlich einfach in dieser Eingespieltheit mit Ronny Marcos, der diese Wege ja immer in einem Eiltempo macht. Ganz so schnell kann Luka Garic eben nicht sein wie der Ronny Marcos. Da hat er ihn durchgehen lassen, aber eben leider in Seiten aus. Wir haben den Einwurf jetzt aber schon wieder zugestellt. Elversberg muss weit werfen und wir haben den Ball mit Malte Karpstein zurückgeholt. Und da ist jetzt der neue Mann, Nico Karga. Flügelflitzer, wie gesagt, auch Drittliga erfahren. Bei den Löwen hat er gespielt, bei den Löwen aus München. Und Luca Dürholz, zentrale Position für Elversberg am Ball, wird angelaufen von vielen Offenbachern. Aber jetzt gerade machen es die Elversberger sehr geschickt, lassen das Bällchen gut laufen. Und jetzt, da ich es sage, holt Tuna Dennis den Ball zurück. Wunderbar abgelegt von Florian Bojan. Matthias Fetsch jetzt der Abschluss, den muss er doch mindestens aufs Tor bringen. Und dann verzieht er ihn deutlich. Das wäre die Chance gewesen, aber den muss der Fetschi halt aufs Tor bringen. Hat er nicht richtig getroffen. Ist er zu tief mit dem Spannen unter den Ball gekommen. Er geht oben rechts übers Tor und es wird Abstoß geben vom Elversberger Tor. Frank Lehmann spielt jetzt hier bis zur Mittellinie. Und da kommen die Elversberger links außen über den neuen Mann. Das ist Nico Karga. Der fordert ja erstmal Marco Fritscher, den er war super abgekocht. Bekommt da jetzt auch gerade der Marco Fritscher ein bisschen extra Applaus von Lukas Albrecht, der da gerade sich warm macht. Oh, jetzt Luftschläger von Tuna Dennis bringt Kevin Coffey ins Spiel. Malte Karpstein ist dann erstmal dazwischen, zentrale Position bleibt Elversberg, aber Patrick Dragon wird jetzt nochmal rechts rauslegen. Auf die rechte Außenbahn der Elfenflanke kommt jetzt hinein in den Strafraum. Jelinecki schraubt sich da hoch, köpft da raus. Der UFC, jetzt kann er vielleicht umschalten. Rechte Außenbahn bei Serkan Firat. Bittet da jetzt zum Tänzchen seinen Gegenspieler. Zieht dann zurück in die Mitte, sucht die Anspielstation, hat ihn jetzt mit Tuna Dennis gefunden. Jetzt könnte er den Angriff richtig rollen. Immer noch in der Hälfte der Offenbacher. Jetzt kommt der lange Ball von Tuna Dennis links raus auf Luka Garic. Kann er den noch bekommen? Nein, leider nicht ganz. Einwurf Elversberg tief in deren Hälfte. Wenn er wahrscheinlich wieder hoch zustellen bei der Trainerbank Marian Kovacevic und Sreto Ristić. Die besprechen sich gerade. Wird auch schon, glaube ich, ein mintgrünes Leibal sich angezogen. Ich glaube, es ist tatsächlich Abu Akar. Ist Kakpo tatsächlich Kakpo. Tatsächlich. Kakpo, ja, steht auf, hat das Trainingsleibchen ausgezogen. Und dann wird er wohl doch gleich jetzt hier kommen. Soll nochmal die Offensive hier richtig verstärken. Oh, was freut mich das für den Jungen. Und das wäre natürlich ein Ding, wenn der uns hier zurückbringen würde. Jetzt aber aufpassen, die Elversberger, sie kommen erst einmal. Und schön gemacht hier in der Rückwärtsbewegung. Des OFC, Firat neu aufgebaut. Oh, ja, da wird Tuna Dennis gleich mit zwei Leuten bewacht. Aber jetzt die Umschaltbewegung. Serkan Firat treibt das Leder. Ja, da kann er gehen. 5, 10 Meter. Vielleicht jetzt durchstecken in die Mitte oder rechts rauslegen. Das hat er erst einmal gemacht. Da habe ich mich ein bisschen geärgert gerade. Serkan so ein bisschen den Moment verpasst. Marco Fritsch hatte rechte Außenbahn, eigentlich viel Platz und hat zu lange gewartet. Und so ist diese eigentlich gute Kontersituation so ein bisschen versandet. Der OFC bleibt aber im Ballbesitz. Linke Außenbahn. Davutuma ist da jetzt im Dribbling. Kann er sich da vielleicht irgendwie durchsetzen? Versucht. Es bleibt aber erst mal hängen. An der Elversberger Defensivreihe. Jetzt Kevin Coffey am Ball. Ja, so richtig das Konterspiel machen die Elversberger auch nicht mehr. Die sind mit der 2-0-Führung jetzt erstmal zufrieden. Jetzt aber vielleicht mal Luca Dürholz. Zentrale Position. Schau da, wo kann er hinspielen. Dann erstmal rechts raus auf Robin Fellhauer. Der macht da jetzt große Schritte, eine Menge Tempo. Rückt damit nach vorne ins Zentrum gespielt zu Kevin Coffey mit dem Abschluss. Aber genau in die Arme von Flauder. Er ist noch ein bisschen vorher aufgedotzt, also war gar nicht so leicht zu nehmen, aber er hat das erst einmal gut gemeistert, Stefan Flauder, der Kapitän. Ja, ja, kreisende Hüftbewegung von Kakpo, der soll nochmal hier richtig für Impulse sorgen, der soll vor allen Dingen ein Ding reindrücken, das wäre natürlich eine Traumgeschichte. Aber wir müssen realistisch sein, lieber Lars, auch wenn wir uns extrem für den Jungen freuen, der hat jetzt wirklich, wie lange hat er keinen Fußball mehr gespielt, fast ein Jahr, oder? Ja, ja. Und
da kann er jetzt noch nicht wieder bei 100% sein. Und nicht bei 100%, aber er ist halt für ein Tor vielleicht trotzdem gut. Also mindestens wird er erst einmal die Elversberger dann ein bisschen taktisch verwirren, denke ich. Also, weil wir da nochmal im Offensivbereich nachlegen. Jetzt kommt aber erst einmal Fritscher mit der Brust mitgenommen, geht er schön innen rein, links ins Zentrum reingelegt. Ja, Missverständnis, Firat. Und so kommen die Elversberger ihrerseits über die halbrechte Seite. Jetzt ins Zentrum gespielt, Jelinecki, der hat den Ball abgefangen und jetzt kann umgeschaltet werden. Genau, schön gemacht von Tunay Dennis auf Fetsch. Ja, ja, losgelaufen. Was hat er denn jetzt wieder gepfiffen? Was soll denn das jetzt gewesen sein? Ich weiß es nicht. Fetsch war auf Höhe der letzten Linie, dann war es vielleicht abseits, ja. Jetzt kommt der Wechsel, jetzt kommt der Wechsel. Abu Bakar Kakpo, nach so langer Leidenszeit wird er zurückkommen. Also, das freut uns für den Jungen. Ja, ist ja sein allererstes Pflichtspiel. Genau, hat, ich glaube, in 2 Testspielen, bevor es ins Trainingslager ging. In Polen, ging. Ja, in Polen haben wir noch übertragen. Hat er auch ein Tor gemacht, dem einen? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, im Trainingslager hat er sich nämlich verletzt seinerzeit. Ich glaube, fast am ersten oder zweiten Tag, relativ bald. Also, ist ja auch egal. Wichtig ist, dass er jetzt wieder mit dabei sein kann. Herzlichen Glückwunsch, Abubakar Kakpo. Wir freuen uns extrem für dich. Und würden uns natürlich noch viel mehr freuen, wenn du dein Debüt für den OFC, dein Pflichtspieldebüt, noch krönen kannst mit einem Treffer oder einer Torbeteiligung. Aber ja, wichtig ist für ihn natürlich jetzt erstmal, dass er da unten auf dem Platz wieder ein Gefühl bekommt fürs Spiel, auch ein Vertrauen in den eigenen Körper, mal ein paar Schläge abbekommt, die der Körper dann auch aushält und er dann merkt, da ist nicht sofort wieder was kaputt, damit du einfach wieder Vertrauen hast, dich in 2 Kämpfe reinschmeißen kannst. All das ist sehr wichtig und dementsprechend gut, dass er jetzt die Spielzeit bekommt. Je früher er jetzt in dieser Saison die Spielzeit bekommt, desto eher kann er in der kommenden Saison ein Faktor für uns sein. Und jetzt gibt es Freistoß Elversberg in deren eigener Hälfte. Das ist Laurin von Piechowski, fast auf der Mittellinie, rechte Außenbahn. Aber erstmal ganz zurückgespielt zum Torhüter Frank Lehmann. Da jetzt angelaufen von Abubakar Kakpo, der sich auch natürlich im Sturmzentrum einordnet. Ganz klarer Fall, sein erster Ballkontakt. Abubakar Kakpo erstmal gut abgelegt für Florian. Jetzt durchs Mittelfeld soll es schnell gehen. Ja, nochmal über Firat und erneut Boyai rechts rausgelegt. Jetzt Fritscher, der nimmt die Ball mit in die Mitte. Kakpo rechts im Ho. Das war die erste Aktion, mein lieber Mann. Ja, da war eine gute Hereingabe von Fritscher und Kakpo eben mit dem Stürmerinstinkt. Hat er es geschafft, da zuerst am Ball zu kommen, wurde aber noch entscheidend gestört und so konnte der Abschluss nicht gefährlich aufs Tor kommen. Nichtsdestotrotz, die ersten Aktionen von Kakpo. Ja, sie sind gut. Sieht gut aus, was der Abu da unten macht. Wird auch ihm gut tun, da jetzt so direkt so gut reinzukommen in die Partie. Und der OFC nach wie vor ist er hier am Drücker, versucht es, noch was am Ergebnis zu drehen. Offenbach kommt über Tunay Dennis zentrale Position. Oh, mit dem Distanzschussversuch von Tunay Dennis sollte das wahrscheinlich sein. Ähnlich wie damals in Pirmasens. Aber das war kaum torgefährlich. Elversberg wird erneut wechseln. Ich meine, auf die Distanz zu erkennen, dass es Sinan Tekerci sein könnte. Würde auch passen, dass Manuel Feil, der rechte Außenbahnspieler, rausgeht. Also Sinan Tekerci auch ein Flügelflitzer. Und ich glaube, es dürfte er sein. Und auch, ja, wobei nein, Manuel Feil, der geht ja nur zum Trainer, zu Horst Steffen, holt die letzte taktische Anweisung. Es wird Jean-Romaric Kevin Coffey sein, der da jetzt das Feld verlässt. Hat einige gefährlichere Aktionen gehabt, ansonsten aber nicht so richtig ein Faktor gewesen. Gut verteidigt worden von der Offenbacher Innenverteidigung von Malte Karpstein, Sebastian Jelinecki. Jetzt höre ich mal kurz auf den Stadionsprecher, wer es ist, der da reinkommt. Dankeschön an unsere Nummer 30, Kevin Coffey. Und 9 willkommen auf dem Feld. Viel Erfolg für dich, viel Glück, unsere Nummer 10, Sinan Tekerci. Also tatsächlich Sinan Tekerci rein, Kevin Coffey raus, dafür Manuel Feil jetzt ins Sturmzentrum gerückt. Auch ein klares Signal, wenn du jetzt einen Flügelspieler, der eine Menge Tempo hat, ins Sturmzentrum holst, dann möchtest du auf Konter spielen. Oh, jetzt schöner Ball Richtung Davut Tuma. Mit der Hacke nochmal abgelegt und im Zweikampf. Aber guck mal, Kakpo, der erobert den Ball nochmal zurück. Jetzt mit Karic im Verbund versuchen sie es. Dann allerdings jetzt erst einmal der Ball in die Reihen der Weißen übergegangen. Und dann der Ball ins Ausgeschlagen. Naja, Pressschlag. Ja, also es kriegt auch noch Geld, pass auf. Ja, das wäre dann die 15. gelbe Karte für Tunay Dennis. Krieg kein Gelb. Also das wäre dann noch zu viel des Guten gewesen. Also kann froh sein, dass er überhaupt einen Freistoß bekommt. Und ja, also wenn wir jetzt in den nächsten Minuten wirklich den Anschlusstreffer machen, dann ist wieder alles möglich.
Absolut. Und unsere Jungs, ich muss es wirklich sagen, mich hat es schon gegen Homburg tief beeindruckt, wenn du nach so einer langen Saison, nach einem 0-2-Rückstand noch so eine Moral beweist. Und es hätte mich auch tief beeindruckt, wenn wir da nicht mehr das Spiel noch gedreht hätten, weil es auch einfach darum geht, dass diese Jungs einfach diese Moral zeigen, es zu versuchen, es weiterhin zu wollen, weiterhin so zu kämpfen, so zu spielen. Und das tun sie eben auch heute. Also auch heute bei einem 0-2-Rückstand lassen sie da nicht die Köpfe hängen. Weiterhin die aktivere Mannschaft. Jetzt kommt aber Elversberg. Zentrale Position, das ist der neue Mann. Sinan Tekerci mit dem Abschluss. Nein, es war Nico Kaga mit dem Abschluss. Noch abgefälscht. Es wird Eckball für die Elven geben. Eckball Nummer 3. Genau dieselbe Anzahl an Ecken hat der OFC für sich verbuchen können. Auch da seht ihr, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Es ist ein ansehnliches Spiel. Beide Mannschaften zeigen, dass sie Fußball spielen können. Ich finde, der OFC hat die etwas bessere Spielanlage. All das ist aber natürlich nichts wert, wenn Elversberg hier 2-0 führt. Wer gewinnt, hat immer recht. Und dann ist dann vielleicht auch die etwas schnörkellosere, etwas rustikalere Spielanlage heute für die Elversberger zumindest die richtige gewesen. Noch ist nicht alle Tage Abend, noch glauben und hoffen wir. Aber jetzt kommt erst einmal der Eckball reingeflogen auf Elversberger Seite Richtung Offenbacher Strafraum. Da versuchen sie es jetzt hier mit dem zweiten Ball. Nee, erst nochmal zurückgespielt. Also, und dann muss ganz zurückgelegt werden auf Frank Lehmer, den Schlussmann. Kakpo, der hat ihn erst mal angelaufen und dann kommt die Kugel ganz vorne wieder auf den Offenbacher Strafraum. Kante, jetzt versucht das. Aber Jelenetski, der lässt sich nicht verladen, auch wenn der Ball dann nochmal zurückprallt. Und dann ja, links oben am Tor vorbeisaust an Stefan Flauder. Und so wird es Abstoß geben. Aber ja, Lemmer kommt nochmal. Also Jakob Lemmer, der ist ja auch nochmal Hans Dampf in allen Gassen. Und Davut Tuma, ich denke, er wird rausgehen. Davut Tuma auch ein super Spiel gemacht. Also viele gute Dribblings gehabt, der Davut. Und jetzt kommt einer rein, der die Elversberger Hintermannschaft wahrscheinlich kaum weniger beschäftigen wird. Jakob Lemmer mit seinem enormen Tempo reizt da jetzt in der linken Außenbahn ein. Also unsere offensive Dreierreihe, sie besteht jetzt aus Jakob Lemmer, Abubakar Kakpo und rechts außen Serkan Firat. Und dann zentrales Mittelfeld. Na, wobei, jetzt schauen wir erstmal langer Ball Richtung eben jeden Jakob Lemmer. Da wurde er direkt geschickt. Elversberg hat dabei erstmal aufgepasst, zurück im Ballbesitz. Tuna Dennis hatte sich da reingepackt. Trotzdem, Elversberg bleibt am Ball. Nico Kaga hat jetzt ganz rechts rausgespielt auf Manuel Pfeil, der auf die Außenbahn da jetzt ausgewichen ist. Schaut da jetzt, wo kann er hinspielen, wird da gestellt von Luka Garic, aber wir sind da nicht dicht genug dran. Und so Elversberg weiter im Ballbesitz, spielen sich da um die rechte Außenbahn, um die Strafraumkante herum den Ball zu. Jetzt geht es nochmal ganz zurück, also Angriff wieder abgebrochen. Und so der OFC wieder am Rausrücken. Serkan Firat hatte da Kevin Konrad angelaufen und ihn so zu einem, ja, etwas unkontrollierten Ball genötigt. Trotzdem Elversberg über Sinan Tekerci, der jetzt in die Mitte reinzieht. Trickreicher Mann jetzt zurück auf Manuel Pfeil. Im Strafraum dreht er sich ja nochmal um die eigene Achse rechts rausgelegt. Jetzt auf Robin Fellhauer, der damit aufgerückt ist. Flanke hinein in den Strafraum. Luca Dürholz mit dem Abschluss und Riesentat von Stefan Flauder, der da abtaucht ins kurze Eck und den Ball noch gerade so entschärft. Super Schuss. Chance. Wehgetan an der Hand. Ich glaube, da ist er noch gegen den Pfosten gekommen, aber er hat ihn erstmal klasse pariert, Stefan Flauder, denn das war ja eine gute Möglichkeit für die Elversberger. Und so kommt Serkan Firat, ja, ja, jetzt die Möglichkeit, weiter Pass erstmal nach vorne Richtung Elversberger Hälfte, allerdings ganz zurückgekopft Kakpo, der erste Angreifer. Ja, und die Saarländer versuchen es über die linke Bahn. Es bleibt beim Versuch. Ball geht in Zeiten aus. Einwurf OFC. Fritscher wird das erledigen. Ah, wir sind natürlich schon in der Schlussviertelstunde. Es muss was passieren. Ein Ding und dann sieht wieder alles anders aus. Absolut. Aber ich bin auch so wirklich angetan von dem, was unsere Jungs da unten machen. Weiterhin spielen sie da couragiert nach vorne, immer wieder mit schönen Kombinationen. So auch jetzt wieder. Hussein Bajic schlägt da schön links raus auf Jakob Lemmer, der jetzt nochmal Tempo macht. Quatsch, auf Luka Garic, der jetzt gleich wahrscheinlich Jakob Lemmer mitnehmen wird. Nein, Luka Garic hat es mit dem Abschluss versucht. Und da wurde er gefoult. Schiedsrichter hat auch auf Foul entschieden und aber eben leider ganz knapp außerhalb des Strafraums. Ja, aber trotzdem sehr, sehr gute Position. Vielleicht jetzt mit dem Standard. Dafür sind wir ja bekannt. Also das, ja, können unsere Spezialisten ja. Und ja, das ist eigentlich die richtige Position. Das sind diagonal zum Tor, weil er ein bisschen ja, links versetzt liegt. 19 Meter. Also, und Tuna Dennis, der will das Ding reinzwirbeln. Oder vielleicht doch Serkan Firat? Fragezeichen. Wir schauen genau hin. Schiri, der geht nochmal 3-4 Schritte zurück.
Schaut sich das Ganze hier aus der Distanz an. Ja, ruhig, 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 sagt er. Und dann, ja, wird er jeden Moment freigegeben. Ja, da ist mächtig Getümmel und Bewegung im Strafraum. Und jetzt ist es soweit, da kommt er, reingezwirbelt in die Mauer erst einmal. Vielleicht jetzt mit dem zweiten Ball. Lemmer will rechts vorbei, bleibt erst einmal hängen. Nachsetzen, nachsetzen, genau das macht er auch. Aber jetzt gibt's Raum für Elversberg, gefährlich. Wenn er jetzt rüberlegt auf die rechte Seite, dann ist er da ziemlich frei. Und jetzt kann er eindrücken, 3-0, das war's wohl. Nico Karger hat gemacht das 3-0. Bitterer Gegentreffer für den OFC. Damit ist der Käse gegessen, die Messe gelesen und welches Sprichwort auch immer ihr da noch hören wollt. Ihr werdet beschallt von der Elversberger Tormusik. 3-0. Man muss es auch sagen, kreuzeffektive Elversberger. Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr effizient gehen sie hier zur Sache. Und muss man auch klar sagen, wenn du eine so eingespielte Top-Mannschaft besitzt, ja, also, und spielst hier zu Hause, haben das sehr klasse gemacht, sehr effizient. Ja, jetzt ist es natürlich. Ja. Also bei einem 0-3 musst du dich eigentlich immer fragen, ja, was habt ihr falsch gemacht, Jungs? Aber ich kann unseren Jungs ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel vorwerfen. Klar, wir haben jetzt hier nicht eine hundertprozentige nach der anderen rausgespielt, aber das erwarte ich gegen Elversberg ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben gute Kombinationen gezeigt, eigentlich konzentriert gespielt, aber eben dreimal gepennt und Elversberg hat es dreimal bestraft. Das ist eine Qualität, die eine Mannschaft wie Elversberg halt hat. Wir bekommen sie heute zu spüren. Haben es heute nicht geschafft, das aufzufangen. Ansonsten sehr ordentliches Spiel abgeliefert, aber das sind dann halt diese wenigen Zentimeter, was sage ich, Millimeter, die daneben fehlen. Und das wurde halt jetzt hier eiskalt bestraft von einem Top-Team aus Elversberg. Ja. Also damit sind die drei Punkte jetzt heute auch vergeben. Also da geben wir uns, glaube ich, auch keine Illusionen hin. Das werden die Elfen ziehen. Klar, wenn du 3-0 verdienst, 3-0 gewinnst, dann stellst du die Frage nach verdient oder unverdient nicht, aber wir möchten es einfach nochmal so klar sagen. Unsere Jungs werden heute hier gegen Elversberg verlieren, auch was die Tore angeht, scheinbar relativ deutlich. Aber das war es auf dem Platz nicht unbedingt. Der OFC hat das eigentlich gut gemacht und heute aber eben trotzdem geschlagen. Ich glaube, Lukas Albrecht wird da jetzt nochmal kommen, soll jetzt wahrscheinlich auch einfach nochmal Spielpraxis sammeln. Ich glaube, das hat jetzt nicht groß taktische Gründe, ist rhetoristisch. Wird wahrscheinlich klar sein, dass das Ding heute gelaufen ist und möchte einfach den ganzen Rekonvaleszenten nochmal Spielpraxis geben, damit sie eben jetzt im Saisonendspurt nochmal von Nutzen sein können. Also der Albi zieht jetzt sein Leibchen an, auch ein Marcel Sobotta wird jetzt gleich nochmal reinkommen. OFC mit Firat, ja, nochmal zurückgespielt hier auf Szelenjecki. Einwurf zeigt der Schiri an. Ja, das ist eine blöde Sache, aber wir kämpfen weiter für unseren OFC. Ihr natürlich auch, das wissen wir. Bleibt treu, bleibt ihm, dem OFC und uns gewogen. Schaut, dass ihr euren Unterstützungsbeitrag vielleicht dennoch leistet, das wäre toll. Das Laufband läuft, habt ihr die Kontoverbindung. Jetzt kommt Elversberg noch einmal über die linke Seite und dann kommt er reingeflogen. Flauder hat ihn, keine Mühe, und schnell abgeworfen. Also der OFC, der steckt nie auf, auch ja, wenn das eigentlich jetzt hier vom Ergebnis her eine klare Sache ist, muss man sagen, war das Spiel absolut auf Augenhöhe und da fehlten wirklich ja, nur Millimeter und manchmal brauchst du auch das Tagesspielglück sozusagen. Ja. Aber gut, jetzt hilft es nicht, die Köpfe hängen zu lassen. Gucken, ob unsere Jungs vielleicht noch den Anschlusstreffer markieren können. Das 1-3 vielleicht noch. Vielleicht noch ein bisschen was für die Psyche tun. Florent Boja in zentrale Position, legt er jetzt schön links raus auf Luka Garic, schon im Strafraum, Flanke kommt jetzt hinein. Und da hat er Aboubakar Kakwo gesucht, da Frank Lehmann war dazwischen. Richtig, ja. Dort vorne nämlich am kurzen Pfosten stand Kakwo, er wollte einnicken, aber da fährt er natürlich die Pranken aus, Frank Lehmann, und pflückt sich das Leder runter. Ja, und dann wollen wir uns heute, wenn das Ergebnis so unschön ist, einfach auf die positiven Sachen konzentrieren, dass ein Hüseyin Bajic mal wieder ein Riesenspiel gemacht hat. Also wirklich, mit welcher Souveränität er da durchs Mittelfeld pflügt, die Läufe macht, die Gegner austribbelt, die Pässe spielt. Das macht wirklich große Freude. Und da ich gerade sage, wir wollen uns auf Positive konzentrieren. Marco Fritscher liegt am Boden, hält sich den Oberschenkel. Hiobsbotschaft, die nächste. Ich muss mir jetzt wirklich das Fluchen verknallen. Ja, und der liegt eigentlich noch im Feld und wird jetzt hier behandelt. Kann also nicht weiterspielen. Das ist doch wirklich zum... Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist...
Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja, ich habe mir jetzt das SCH-Wort mal verkniffen, aber, ja, aber mir wäre es auch fast entfleucht. Also Marco Fritscher muss da behandelt werden. Tunay Dennis ist scheinbar ausgewechselt worden, bekomme ich gerade netterweise durchgegeben, weil gerade viele Dinge passieren an mehreren Ecken und Enden des Spielfelds. Also Tunay Dennis raus, Lukas Albrecht kommt jetzt rein für die letzten Minuten. Kann ich so mal ein bisschen Spielpraxis sammeln, wieder reinkommen, um in den nächsten Wochen wieder ein Faktor zu werden. Und vielleicht, um das noch zu Ende zu führen, also die positiven Sachen natürlich auch, Abubakar Kagbo. Es freut mich sehr zu sehen, dass er zurück auf dem Platz ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Vetter ist im Spiel, genau. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Plan war, den Vetter heute spielen zu lassen oder ob man ihn lieber nochmal geschont hätte. Aber es ist die Frage erübrigt sich, hier muss jeder spielen, der halbwegs laufen kann. Ja, jeder, der noch geradeaus laufen kann, körperlich, muss heute oder muss in diesen Wochen ran. Und dementsprechend kann ich dieser Mannschaft es irgendwie kaum krumm nehmen, dass wir heute die Segel streichen müssen. Was die in den letzten Wochen weggesteckt hat, ist eine Riesenleistung. Darüber freue ich mich und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich heute auch wenn es natürlich immer wehtut, wenn unser OFC verliert, besser als aber sonst in der Niederlage von Kark, leben. Von Kapstein jetzt hier, hat er hier nochmal toll die Chance vereitelt auf Elversberger Seite. Und Albrecht, wie gesagt, neu im Team, da haben wir ihn am Ball abgelegt auf Szelenjecki. Ja. Bojai und Albrecht haben sie im Dreieck gespielt. Jetzt geht es links raus. Malte Karpstein. Ja. Übers Zentrum vielleicht. Jetzt Szelenjecki. Ja, kommt Langholz ganz, ganz vorne rein. Allerdings geht er ins Tor aus. So wird es Abstoß geben vom Elversberger Tor. Ja. Also. Fritscher und Tunay Dennis raus. Vetter und Albrecht rein. Und mit dem Personal werden wir jetzt die letzten 5 Minuten bestreiten. Während Frank Lehmann jetzt nochmal einen Abstoß hat, da langen Anlauf nimmt, da jetzt den Ball weit in die Offenbacher Hälfte schlägt. Lukas Albrecht wird da niedergerungen. Spiel läuft aber weiter, weil der OFC im Ballbesitz ist. Mike Vetter mit seiner ersten Aktion, rechte Außenverteidigerposition, treibt da jetzt das Leder. Jetzt schaut er, ob er vielleicht Kagbo anspielen kann, der sich da anbietet. Schön prallen gelassen für Florent Bojai. Also um das noch zu sagen, also mich freut es sehr, dass der Kagbo eben nicht nur auf dem Feld ist, sondern auch direkt ein paar gute Aktionen hatte. Das sieht schon relativ rund aus dafür, dass er so lange nicht gespielt hat. Das freut mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Und da ist er auch wieder dabei jetzt hier als erster Angreifer. Jetzt geht er drauf. Ja, ja, also das ist auch wieder das, was wir vorhin hatten mit dieser Moral. Also auch wenn es sich heute dann nicht in Punkten niederschlägt, unsere Jungs haben auch jetzt beim Stande von 0-3 nicht aufgesteckt. Fritscher humpelt da jetzt in den Spielertunnel rein. Aber ja, auch jetzt stecken unsere Jungs nicht auf. Sie spielen weiter nach vorne, versuchen weiter was am Ergebnis zu drehen und das ist auf jeden Fall das Zeug von Charakter, das hat nicht jede Mannschaft. Und der UFC kommt, linke Außenbahn, Luka Garic, Flanke hinein in den Strafraum, wieder rausgeköpft. Lukas Albrecht nochmal mit Hussein Bacic, das haben sie gut gelöst. So, der UFC wieder im Ballbesitz. Szelenjecki, zentrale Position, spielt er jetzt rechts raus auf Mike Vetter, auf den neuen Mann. Ins Zentrum zurückgespielt, aus der Kante. Vierer, der jetzt viel Platz könnte abschließen, spielt nochmal quer. Schöne Kombination und dann ist es vielleicht eine Spur zu kommen. Hätte Vierer direkt abziehen müssen, da hat er nämlich den Winkel gehabt. Und so hat er es erstmal mannschaftsdienlich versucht, hier über die linke Seite. Der UFC immer noch im Ballbesitz, Bojai. Ah, spielen jetzt hier nur noch auf ein Tor, auf das Tor der Elversberger, über die rechte Seite. Vetter, jetzt muss die Flanke kommen. Ja, Ball ist, glaube ich, im Tor aus. Es wird den Eckball geben, den vierten für den UFC. Also nach der Statistik liegen wir da jetzt wieder vorne, zeugt natürlich auch davon, dass das Spiel doch etwas anders gelaufen ist, als der Spielstand von 0-3 suggeriert oder von 3-0 für Elversberg suggeriert. Und da wird es jetzt den Eckball geben. Serkan Firat steht da jetzt mit dem linken Fuß, wird er den Ball gleich zum Tor hin reinbringen von der rechten Außenbahn. Da steht unser großgewachsenes Personal jetzt natürlich auch um Lukas Albrecht nochmal mit mehreren großen Leuten, während Elversberg da nochmal wechseln wird. Ich glaube, wer ist da rausgegangen? Der Mann mit der Nummer 24, Lukas Schnellbacher, ist raus. Und wer da noch rausgegangen ist, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich kann es mir jetzt auch schenken, das nochmal in Erfahrung zu bringen. Und jetzt kommt der Eckball, dann also reingetreten von Serkan Firat auf den ersten Pfosten nochmal von Bojai. Sollte da verlängert werden, rausgeköpft dann aber erstmal Serkan Firat mit dem zweiten Ball. Wird ihn nochmal reinbringen in den Strafraum auf Szelenjecki, der wollte ihn mit der Hacke verlängern. Und fordert dann auch Handspiel jetzt, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gesehen. In der Form wird nochmal ein Einwurf geben für den OFC rechte Außenbahn. Lukas Albrecht, Serkan Firat. Und dann jetzt zurückgespielt auf Jakob Lemmer, zentrale Position.
Jelinjetski, die beiden Innenverteidiger. Sie legen sich das Bällchen jetzt zurecht. Nächster Ball in die Box rein. Jakob Lemmer war da reingestartet, von der eigenen Hälfte losgesprintet. Kriegt den Ball dann aber nicht. Der landet stattdessen in den Armen von Frank Lehmann. So, Elversberg wieder am Spielgerät, wird aber wieder gejagt hier vom OFC, von Kagbo, von Lemmer, die alle nochmal mit ordentlich Tempo versuchen, den Gegner anzulaufen. Und jetzt ist es wieder Hussein Bajic und wieder, guck mal hier, Abubakar Kagbo, 86. Minute, wir liegen 0-3 hinten und der läuft hier unverdrossen den Torhüter an. Aber die Elversberger, klar, jetzt ist es natürlich auch mal nochmal eine Spur leichter, sich aus dem Pressing da hinten raus zu kombinieren. Dann ist es jetzt Albrecht, oh, schön gespielt, auf Luka Garic, zentrale Position, die nächste Kombination vom OFC, Florent Bojai. Muss da jetzt aber nochmal abdrehen, weil er gut gestellt wurde. Zurück auf Hussein Bajic, der dann im Zentrum Garic anspielt, der jetzt im Grunde ein linker Außenstürmer ist. Nochmal die Flanke von Bojai hinein in den Strafraum. Und da war sie noch abgefälscht. Und so gar nicht so leichte Beute für Frank Lehmann, der den Ball da jetzt unter sich begräbt. Also der OFC wirklich mit einer tollen Spielanlage hier zur Sache. Spielerisch sieht das alles richtig, richtig gut aus. Bei den Gegentreffern, klar, da sah man nicht gut aus. Und das ist dann eben der Unterschied. Deswegen... Das kann man jetzt sagen, wenn wir dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Ja, vielleicht auch noch eine Sache, damit wir hier nicht gänzlich kritiklos das Spiel zu Ende kommentieren. Der OFC hat es halt verpasst, aus dieser besseren und dieser guten Spielanlage, diesen schönen Spielzügen, so richtig gefährliche Abschlüsse zu produzieren. Das hat heute leider ein bisschen gefehlt, das haben wir zu selten hinbekommen. Und wenn wir die Abschlüsse hatten, dann haben wir sie zu ungefährlich gesetzt. Und das muss man einfach heute sagen, der Abschluss war heute das, was den Unterschied gemacht hat. Elversberg hat ihn gesetzt, hat ihn gut gesetzt, hat ihn mit guten Aktionen, hat die Angriffe gut zu Ende gespielt. Und das haben wir eben heute leider verpasst. Denn von der Spielanlage war das, was der OFC heute angeboten hat, eigentlich... durchaus einen, wenn nicht gar drei Punkte wert. Und der OFC, er kommt nochmal mit Abubakar Kagbo im Strafraum, versucht er sich um die eigene Achse zu drehen, aber dann rutscht er leider weg. Haben wir den Ball aber schon wieder zurückgeholt mit Serkan Firat, rechter Außenbahn. Mike Vetter ist da nochmal im Gewühl, versucht den Ball in die Mitte reinzubringen. Ist schwer für uns jetzt einzusehen und Mike Vetter, wie der sich da reinpackt gerade. Und dann gibt es nochmal den Einwurf für Elversberg. Riesengrätsche nochmal von Mikey. Und ja, ich glaube, es ist Einwurf. Ja genau, es ist ein Einwurf für Elversberg, den wir wieder offensiv zustellen. Also Malte Karpstein, letzter Mann, steht da alleine in der Nähe der Mittellinie. Ansonsten ist da alles in Richtung Strafraum der Elfen gerückt. Und die letzte Minute hier jetzt anbricht. Und ja, alles hier über die rechte Seite der OFC noch einmal. Jelinjetski pflückt das Pülchen erstmal runter. Karpstein im Zentrum, nochmal ganz zurückgespielt. Ja, und Flauder. Über Jelinjetski jetzt der Crosspass rüber auf die linke Seite. Soll zu Karpstein, zu Garic kommen. Lemmer. Und Hussein Bajic. Also, jetzt geht's wieder Richtung Zentrum. Bojai. Ah, hat er verloren. Und jetzt die Umschalte der Elversberger. Aufpassen. Ja, ja, da kommen sie. 2-4 Offenbacher. Ah, aber Luca Dürholz, der lässt sich da Zeit auf der rechten Außenbahn. Die spielen das hier nicht mehr mit letzter Konsequenz jetzt zu Ende. Da nehmen sie jetzt lieber die paar Minuten mehr Ballbesitz mit, die sie jetzt dadurch haben, dass sie das jetzt wieder hintenrum ausspielen, angelaufen von Kagbo. Also, ich würde sagen, der Kagbo, der zeigt direkt an, dass das auch ein Spieler ist mit ordentlich Mentalität, um mal dieses Unwort zu gebrauchen, der da auch jetzt wieder unverdrossen anläuft, immer wieder es versucht. Also, den kann man so leicht nicht beeindrucken, den Abubakar. Und das nehmen wir auf jeden Fall als positive Nachricht des Tages für uns mit. Abubakar Kagbo ist zurück und ich bin mir relativ sicher, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft wieder eine Menge Freude an dem Jungen haben werden. Malte Karpstein da jetzt im Zweikampf bekommt ihn abgepfiffen gegen Vincent Bösen, der da eingewechselt wurde inzwischen. Freischuss nochmal aus zentraler Position. Der Schiedsrichter, er pfeift es aber schon ab. 0-3 verliert der OFC in Elversberg. Ärgerlich, weil eigentlich nicht so klar wie der Spielverlauf es suggeriert. Am Mikrofon verabschiedet sich Kaspar Lauk und Lars Kissner. Macht's gut. Ciao, ciao.